Ja, einen schönen sonnigen Nachmittag zusammen. Pünktlich um 16 Uhr. Ich glaube, wir wollten auch um 16 Uhr starten. Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich glaube ja doch, wir wollten um 16 Uhr starten. Sind wir jetzt hier mit SSO? Ich brauche hier noch ein paar Chatfenster wie jedes Mal. Ich brauche einen dritten Monitor eindeutig, fällt mir gerade so auf. Dann hätte ich die ganzen Probleme jetzt hier nicht mit dem Chatfenster. Oder ich muss mir hier noch was anderes einfallen lassen, dass ich das irgendwie anders mache. So. Hi erstmal an Fabi. Hi, was? Du wirst es nicht glauben, aber ich wurde eiskalt von dir reden. Das musst du mir noch genau erläutern. Hi an Zoe. Hi an Data Girl. Hi an Fabi. Ja, mein Fisch. Fisch? So. Ich bin es gerade am Überlegen, weil gerade niemand im TS ist, ob ich nicht vielleicht sogar doch ins Discord gehe. Würde ja theoretisch Sinn machen. Weil Tanja soll wohl irgendwie Migräne haben, habe ich gehört. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering. Also ich glaube, ich gehe teilweise auch in Discord rein. Ich kann ja parallel in beiden drin sein. So. Und ja, wie gesagt, es gab ja heute das neue Update. Das erste Mal, dass ich auf einem Mittwoch, wo ein Update rauskommt, auch tatsächlich was mache. So, Spiel. Und zwar, da vorne ist ein Riss. Das muss ich ja auch noch machen. Wenn sie es jetzt hier schon direkt mir in den Weg legen, dann kann ich ja mal hier kurz einen Riss schließen. So. Dann nehmen wir da erst einmal die Quest an. Und dann brauche ich meinen Staubsauger. Meinen Schattensauger natürlich. Ja, und wie geht's euch so alle zusammen, die vielleicht heute noch nicht da waren, wo ich schon mal live war? Oh, Stern, Stern. 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 Erledigt. Juhu, ich bin gleich im TS. Huhu, ich bin gleich im. Ja gut, wenn du doch gleich ins TS kommst, dann passt das doch ganz gut. Ja, dann hören wir uns ja gleich. Aber auch nur, wenn es dir gut getan, ja? So. Ach ja, und ganz wichtig, wir sind jetzt gerade live, ja? Wir sind live bei Twitch, wie immer. Ja, die letzte Zeit zumindest. Wir sind live bei. Bei Facebook. Bei YouTube und bei DLive. DLive ist ja eine recht neue Plattform. Könnt ihr euch auch gerne mal registrieren. Ich sollte auch mal generell alle Kanäle, wo ich live bin, einfach mal in die Videobeschreibung reinpacken. Dann wisst ihr es auch immer. Das tue ich dann mal zum nächsten Mal. So, ich suche jetzt etwas. Bin ich eigentlich entmutet im TS? Warum bin ich denn Salut. noch gemutet? Das weiß ich nicht. Ich singe hier Hallo. fröhlich vor mich hin. Lalalala. Na? Na? Du hier? Ja, Ich ich dachte. bin medikamentös versorgt. Ja, aber wenn es dir nicht gut geht und so, ne? Und Ja, im so. Moment geht's gut. Ich habe mich vorhin noch eine Stunde hingehauen und Okay. doch, jetzt geht's. Man muss nur Ja. rechtzeitig Medikamente nehmen, dann kriegt man das halbwegs hin. Ja, richtig. Ah ja. Ja, es gibt Frösche hier oben. Also zwischen Dandel habe ich gehört und, User joined your channel. ja, du weißt schon, was ich meine. Da ist irgendwo Fear Dings. Grove oder was? Hi Nee, es. Franzi. Hallo Franzi. Nee, zwischen Dandel und hier. Nebelfall. Ah, okay. Also Nebelfalleingang. Da soll irgendwie der Frosch sein und da können wir irgendwelche. Da können wir einen Frosch bekommen. Okay. Aber ich suche jetzt hier gerade noch Risse. Ich hoffe, ich finde hier noch welche. Einen habe ich schon. Ach, meiner läuft noch, also mein Update. Ja, das ist tatsächlich. Also, es kam mir ziemlich groß vor gegenüber sonst. Okay. Franzi, bist du schon bei D-Live registriert? Okay, Franzi redet gar nicht mit uns.
Ich habe mich gerade gewundert, dass mir Franzi nicht mehr als Freund im TS angezeigt wurde. Schon wieder was Neues irgendwie, gerätetechnisch, keine Ahnung. Keine Ahnung. War auf jeden Fall schwarz. Vielleicht hat sie ja die Freundschaft mit dir gekündigt. Obwohl. Ne, müsste sie mir ja trotzdem, selbst wenn es so wäre. Ja, richtig, genau, ist mir auch gerade so durch den Kopf gegangen. Lol. Wieso finde ich gerade nur einen einzigen Riss? Es müsste noch mehrere Risse hier geben. Irgendwo. Die Risse sind da eigentlich mal recht groß, ne? Ja, schon. Aber ich habe damals festgestellt, dass im Dunkeln, dass man die viel besser sehen konnte, wenn man abends gespielt hat. Mhm. Ja, die leuchten ja normalerweise. Ja, ja. Ich kann mich ja mal nach Moorland abschleppen lassen. Abholen lassen, meinte ich natürlich. Wir kommen, um dich abzuholen. Du wirst zurück zum Stall gebracht. Das ist schön. Kommen, dich zu holen. Wie das klingt. Gibt's ja, eigentlich neue Quests? Außer das mit den Fröschen? Ich glaube, die Froschquest halt, ne? Ich weiß nicht mal, ob das wirklich eine Quest ist, die man da machen muss. Oder ob man einfach nur da hingehen muss und sagen muss, ich will einen Frosch haben. Meinst du einen Shop? Ein Froschshop? Ich glaube, Frieda heißt der Frosch, ne? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Ich glaube, das war Frieda. Olli, ich bin auch im TS im Wartebereich. Oh, Moment. Okay. Okay, soll ich sie ziehen oder? Wenn du möchtest. Möchte ich? Weiß ich nicht. User was moved to your channel. Hallo. Hallo. Nicht gesprächig. Nicht schlimm. Du machst ja noch kurz das Update und derzeit werde ich einfach mal die Rennen machen. Oder bekommt gerade jemand einen epileptischen Anfall? So, jetzt kann ich reinkommen. Yay! Update ist fertig. Abgeschlossen. Abgeschossen. Das Update. So, Update. The Update, genau. Guten Tag. 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 Hallo. Hallo. Guten Tag. So. Oh, da hast du jetzt gerade eine komplette E-Zigarette eingeatmet. Stimmt, die ist weg. Siehst du? Dachte ich mir schon was. Ach ja. Aber da passt es doch, ne, dass ich nicht schon um 11 angefangen habe mit dem SSO. Das hat sehr gut gepasst. Ich war zwar, oder bin zwar schon seit, ja, 9, halb 10 bin ich wach. Okay. Aber, wie gesagt, ich hatte dann so ein bisschen noch zu tun gehabt. Und danach hatte ich dann auf einmal mit Kopfschmerzen. Tschüss, Kater. Oder war das Franzi? Ah, Franzi war's. Bis gleich, Franzi. Also das erste Mal war ich heute um 8 wach. Okay. Weil ich habe ja den Stream eingestellt zum 1. Mai, 11.11 Uhr. So, dann war ich um 8 schon wach und dachte mir, okay, eigentlich bin ich noch ein bisschen müde und es ist Feiertag, ich bin noch ein bisschen. Und dann bin ich um 5 nach 11 wach geworden und dachte mir so, ach du Scheiße, das wird aber wieder gar nichts. Hm. Dann ist mir im Nachhinein noch aufgefallen, dass ich sämtliche Sachen noch nicht richtig eingestellt hatte, dann musste ich es auch noch machen und dann musste ich noch die Switch einstellen und dann war es nachher schon am Ende, dass ich um 12 starten konnte. Okay. Ja, das habe ich wohl so halbwegs mitgeguckt. Mitgekriegt. Oh Gott. Ja, nur wie gesagt, ist es heute so sprachlich ein bisschen schwer, ne? Das ist das erste Mal, glaube ich. Ja, bei mir ist es heute irgendwie alles so ein bisschen. Was? Ja. Sie sind eingeloggt? Ich bin gelockt. Ich logge mich hier die ganze Zeit um den Stall rum. Also, ich meine, ich reite die ganze Zeit um den Stall rum. Achso, ich bin hier gerade bei den Morden drin. Ah, siehst du? Brauche ich nicht machen, deswegen. Ja, nee, ich auch schon fast fertig. Ich mache jetzt das vorletzte Rennen, danach muss Slalom laufen. Weil dann habe ich mein Pferd heute noch ausgelevelt, ja, auf Level 15. Das habe ich heute noch. Cool. ETS, glaube ich, mache ich heute eher nicht. Gehe ich von aus. Echt? Okay. Aber wenn wir jetzt überlegen, wenn wir jetzt noch SSO machen, dann sind wir wahrscheinlich um 18 Uhr fertig.
Okay. Dann müssten wir sofort danach noch ETS machen. Sonst wird es zu spät. Stimmt, du hast ja wieder. Hast du früh oder spät? Nee, ich hab's spät, aber weißt du, so ein bisschen mal nicht streamen und so weiter, einfach nur so im TS sein, ist auch was Schönes. Richtig. Und das, da war ja. Ich am Überlegen, es ist hier schon Mittwoch, das heißt, es dauert nicht mehr lange bis Samstag, dann könnte man, glaube ich, ETS machen. Ja. Da kann man auch mal eine lange ETS-Tour machen, weil ETS so vernachlässigt haben. Das war einfach mal okay. Samstag 20 bis 0 Uhr oder so. Aber mal. Ui, das große, weiß ich noch nicht. Paar große Tour. Ja, du musst ja nicht mitmachen, weil du hast ja am Folgetag Besuch. Genau. Ne, aber dass ich einfach den Samstag mal ein bisschen länger mache. Oder ich kann auch schon ein bisschen früher anfangen, um es ja nicht weiß ich wie spät anfangen. Also, eine Tour mitmachen würde ich schon ganz gerne wollen, täten machen. Aber nicht bis 0 Uhr. Ja, Finn hat auch schon lange nicht mehr mitgemacht. Ist mir das so aufgefallen. Stimmt. Ne? Ja. Entweder mag Finn uns nicht mehr. Doch. Oder ist die mal bei Falco? Nicht lieber, aber mehr bei Falco. Nicht weil er lieber, sondern weil er da Mod und so. Soll ich ihn zum Mod machen? Ist er da? Quatsch. Naja, Falco macht vielleicht auch mehr so die Spiele, die Finn mehr mag. Keine Ahnung. Ja, richtig. Finn hat's nicht mit Uno, Finn hat's nicht mit SSO, Finn hat's Uno nicht. Uno wäre auch mal wieder geil. Ja, unbedingt. Na, wer weiß, vielleicht können wir das ja nachher noch. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Vielleicht, es muss ja nicht Stream sein. Genau, so als Aufnahme erstmal. Richtig, genau. Was im Kasten haben. Mhm. Ja, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Richtig. Hier ist eine Person, die sieht so aus wie du, die hier gerade rumreitet. Ist nicht wahr. Die reitet aber hier nicht rum. Die rennt hier durch die Gegend. Die macht, nein, wir haben noch nicht 22 Uhr. Die rennt um die Stangen rum. Ich denke, du machst ja keine Rennen. Ich mache ja auch keine Rennen. Ich laufe ja nur so rum. Ach stimmt, du läufst jetzt. Jetzt sehe ich es erst. Ich dachte, du bist auf dem Pferd. Nee. Okay. Ich hüpfe hier so durch die Gegend. Jetzt müsste ich dein Pferd anklicken können und dann anklicken hier so Pferd abschleppen. Ah, okay. So. Ah. Mich wundert, dass die Server gar nicht lecken dafür, dass heute Mittwochs-Update ist und alle heute frei haben. Ne? Das ist Server 4. Immer wieder für eine Überraschung gut, was? Ja, richtig. So, ich würde sagen, wir kämpfen uns so langsam Richtung Nebelfall. Und das, was an Rennen kommt, nehmen wir mit. Okay. Das heißt, wir könnten so über Fort Pinta. Richtig. Da Fort Pinta kommt ja Steve's Farm. Genau. Dann rüber Richtung Nebelfall. Ja, dann kommt Marley noch und die ganzen da. Brauchen wir komplett durchziehen, ja? Ja, und Windmühle und Kaninchen. Deine Lieblingskaninchen. Oh, ob ich die mache? Ostern ist vorbei. Ja, machst du gerne. Wolltest du jetzt ein Champi reiten, was jetzt noch gar nicht stattfindet? Ja, aber es startet gleich ein Champi, habe ich vorhin gelesen. Ne? Die Hillcrest oder so. Ja, Hillcrest, ja, habe ich auch gelesen. 15 Minuten. Lalala. Wieso bist du immer noch schneller, obwohl mein Pferd fast ausgelevelt ist? Ich hab die schnelleren Anziehsachen. Ja, okay, das kann sein. Ich höre hier eine Spinne. Du hörst hier eine Spinne? Achso. Ich hatte die Spinnen eigentlich schon alle. Die vor Pinta-Umgebung sind. Die kommen, spawnen immer wieder neu, aber du, wenn du die eingesammelt hast, das ist so ein Bug in SSO, irgendwie die Spinnen bleiben für immer irgendwo. Also die Spinnen. Ja. Die Spinnen müssen rum, okay. Ja. Ja. Wenn man die nochmal einfängt, man kann dann sozusagen 101 Spinnen hat man dann oder so, kann man die quasi nochmal neu suchen, sozusagen. Okay, das war keine Spinne, ich glaube, das war eine Möwe. 3, 2, 1. So, wir haben 5 Zuschauer bei YouTube und niemand schreibt. Was ist los mit euch? Los, sagt mal Hallo. Echt mal, ich habe auch schon was geschrieben. Sei wie ich, schreib etwas. Genau. Ich werde nicht sagen, ich hatte vorhin bei Facebook ne, 30 bis 40 Zuschauer, so durchgängig. Ne? Ja, einen habe ich davon ganz kurz. Zum Ende war es im 20er-Bereich. Jetzt habe ich einen Zuschauer. SSO ist tatsächlich, immer wenn ich SSO streame, ist bei Facebook kein Zuschauer, so wirklich. Ne? SSO kommt null an. Ja.
Mag sein. Vielleicht hast du überwiegend männliche Zuschauer und die meisten männlichen Zuschauer, die meisten, gucken halt kein SSO oder spielen halt kein SSO. Auch die Nora war schon lange nicht mehr da. Nora, falls du da sein solltest, ja, schreib mal gerne in den Chat. Das ist die Person, die meinte, sie ist eigentlich immer da. Oh, Kater schreibt Club im Chat. Also Kater ist eins der fünf Personen. Und ich habe die Wand mitgenommen, die Mauer. Immer an der Wand lang, immer an der Wand lang. Wirst du selber eigentlich auch mitgerechnet, oder? Nee. Als Zuschauer? Nee, ne? Nee, weil ich bin nicht im Dings drin, auf dem ganzen normalen YouTube-Kanal. Ich bin ja auf dem Dashboard eingeloggt. Ja, stimmt, richtig. Also 5 und du und... Dachtig. Nee, also ist hier nicht mit. Okay. Bei Facebook zähle ich mit, weil ich da... Also ich... Nee, selbst da zähle ich nicht mit, da habe ich auch schon 0 Zuschauer gesehen. Also er erkennt es wohl, dass ich bin. So. Dann haben wir Morland auch fertig. So, dann geht's jetzt weiter nach Steve's Farm, oder? Genau. Steve. Steve's Farm. Ja, dann machen wir Steve, Mali und... Hoppelchen. Kanickelchen. Windmühle. Und Windmühle. Und dann geht's Richtung Fröschelein. Richtig, also ich würde jetzt erstmal Steve machen, dann Windmühle, dann Hasi, dann Mali. Oder? Warte mal, wie war das? Irgendwie so. Der Steve, dann waren wir bei der Windmühle, von der Windmühle sind wir runter zu... Zu der Hasen? Zu den Häschen und dann sowas für Mali, genau. Genau, sag ich ja. Ich weiß gar nicht, ob ich noch richtig reite. Ich gucke kurz auf die Karte. Ja, ich reite genau drauf zu. Wenn ich diesen Berg jetzt überlege. Eigentlich solltest du rechts an dem Berg vorbeireiten. Ja, normalerweise. Normal. Tanja, hi. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Tanja ist auch da, guck mal. Also sind's, haben wir schon mal 2 Personen ausfindig gemacht. Ja. Habt ihr auch schon alle ein Like und einen Daumen nach oben da gelassen? Okay, ist am Ende das gleiche, oder? Sicher. Genau, jetzt klickst du mal kurz, ne, auf... Oh. Du, ich sehe da vorne das nächste Dings, das nächste hier. Ja? Den nächsten Riss. Ah, das haben die schon pervers gemacht, ne? Wolltest du den nicht jetzt erst eben machen, bevor du ihn aus den Augen verlierst? Na, ja, das ist genau auf den richtigen Weg. Das ist genau Richtung da, wo wir gerade hinreiten. Okay, mach mal. Dann hast du den. Haschte, haschte, haschte. Ja. Der ist direkt davor. Das täuscht ein bisschen, ne? Das da vorne ist noch ziemlich weit weg, glaube ich. Ich glaube, wir machen doch erst das Rennen. Okay. Uhlala. Ich weiß nicht, wo der Riss kann. Also ich finde das schon ein bisschen pervers gemacht davon SSO. Punkt 1 ist ein Riss. Dann ist er rosa. Ja. Und man muss diesen Riss. Ich weiß nicht, das ist alles so zweideutig. Tja. 3, 2, 1. Das einzige, was noch lustig wäre, wenn sie sagen würde, dass es ein feuchter Riss. Dann würde ich wirklich sagen, okay, ja. SSO. Richtig. Sollte das Spiel. Aber wer zweideutig denkt, hat eindeutig zweideutige Denkweisen. Was? Ne? Egal. Lalalala. Wo ist eigentlich Uli heute? Irgendwie ist sie heute weg, ne? Die ist in Lemgo. In Lemgo hast du nicht mehr gewohnt? Ja. Was macht sie da? Jemanden besuchen. Den sie, über Überraschungsmäßig. Den sie über dich kennt? Oder? Ja. Genau. Normalerweise haben wir jetzt bald das, den ersten. Wir haben jetzt eigentlich diesen Samstag den ersten Samstag wieder im Monat, ne? Ach ja. Ah, da weiß ich nicht, weil ich habe zu wenig dazwischen, zwischendurch gemacht. Naja, aber das holst du ja heute und am Samstag auf, also... Ja, ist richtig. Irgendwie, vielleicht. Aber selbst du bist ja dann wahrscheinlich auch nicht da.
Mal schauen. Aha. Ja, man merkt, ne? Ja, wenn ja. jemand bei dir ist, Verdacht, es ist du uns alle ganz schön. Ich versuche mich geht, zu bessern. Real Life geht immer vor. Ja. Guck mal, es gab jetzt Phasen, wo ich krank war, da war ich einfach nicht da. Hätte ich auch sagen können, okay, scheißegal wie krank ich bin trotzdem live. Ja. Weil ich kann ja auch theoretisch streamen, ohne zu reden, ne? Kann man auch. Kann man ja Franzi, der macht das ja auch so. Obwohl, sie nimmt die Videos auf und redet nicht. 3, 2, 1. Okay. Kater, bist du auch in SSO? Gleich. Ich komme sogar ausnahmsweise mit meinem Hauptaccount. Mit meinem zweiten Account. Hast du schon den Server auf Server 4 gewechselt? Nein, aber ich wollte gerade noch was zu Ende machen. Boah, ich wechsle. Oh, ich sehe da hinten schon wieder ein Riss. Okay, könnte der von vorhin sein. Könnte der von vorhin sein. Zumindest bist du in die Richtung abgedriftet. Ja, dann passt das ganz gut. Ja. Ich dachte, du musst nicht vergessen, ich habe schon so oft die Risse gemacht, ne? Und mich danach ausgelockt. Und habe vergessen, shit, ich hätte es ja noch abgeben müssen. Ja. Also das Einzige, was ich gerade gesehen habe, Ferdinand ist wieder unterwegs. Das ist das Einzige bezüglich Quest. Ja, ich finde, Ferdinand ist mittlerweile irgendwie immer da. Kann das sein? Ja, natürlich ist der immer da. Also der wechselt ja immer seinen Standpunkt. Der geht ja immer auf der Map um. Er war aber so, als ob der zwischendurch mal gar nicht da war. Ja, ist auch mal. Manchmal ist das auch so. Ja. Eine Woche, wo sie dann aufbauen. Auf- und abbauen dann. Das ist die Woche dann. Eine Woche ist er nicht da, da siehst du nur irgendwelche Gestänge, weil sie dann da aufbauen, damit du schon mal Bescheid weißt, da kommt er als nächstes. Aha. Und dann ist er wieder für eine Woche da, dann ist er wieder eine Woche nicht da und dann musst du wieder gucken, wo er ist und ja. Das ist der Dingenskirchen. Wo wolltest du jetzt hin? Achso, abgeben. Abgeben, genau. So, und jetzt ab zu die Hüpfelmänner. Ah, da haben wir es ja schon bald durch, wa? Jo. Hast du eigentlich schon unten Hallo gesagt gehabt? Nee, ich bin direkt im Livestream, weil du schon dabei warst und Finn hat mir kurz vorher noch was gezeigt. Wo reite ich denn hin? Ja, ich wollte auch gerade vorbeireiten. Ja. Ich hoffe, ich bin jetzt auch wirklich auf Server 4 gewechselt, weil SSO hat manchmal seine Probleme damit. Ja, manchmal legt man sich um, dann fragt man uns halt, auf welchem Server bin ich? Auf dem Server, okay, ich bin falsch, tschüss. Ja. Dann kann man eine halbe Stunde warten. Oder sich fünfmal neu einloggen, bis das Spiel. Ja, ja, richtig. Genau so lief es dann auch. Oder es heißt, der Server ist leider im Moment überlastet. Bitte versuch es ein anderes Mal. Den Fehler haben ja meistens hier die Leute, die kein Starwider sind. Ne? Richtig, warum? Weil die immer als letzte. Richtig. Die Option haben. Also Starrider und Lifetimer gehen vor. Weil die ja Geld geben, ne? Das sind ja Geld. Ich kann mich rein theoretisch abholen, wenn ihr bei Hasenrennen seid. Wenn ich bei Steve zu Hause bin. Ja, theoretisch kannst du das tun. Ja, ich war gerade bei der Reiterarena noch. Also ich komme hier heute nicht aus dem Sulk. Ich auch nicht, wie viel ist denn erst hast du? 8 Stück, ey. Ich bin jetzt bei 10. Ja, ich jetzt auch. So, 10 habe ich. Ich habe noch 50 Sekunden, das passt noch von der Zeit her. Einen einzigen brauche ich noch. Ich sehe keinen Hasen mehr, da drüben. Hi, bleib stehen. Ich hab. 1,18. 1,23. Ja, ist ja auch kein Unterschied. So, auf nach. Marley. Hi, kleines Dummerchen. Bist du nicht im Kino? What? Du wolltest doch ins Kino gehen. Wer ist das? Kleines Dummerchen? Ja. Leonie. Hallo Leonie. Wieso nennt sich denn Marley. Kleines Dummerchen? Ich weiß es nicht. Ah, Marley. Da sehe ich so. Ja, da ist so eine Pine Lord. Da ist das unten. Da ist eine Kater Oldbaker. Pass da auf. Das ist ein Virus, habe ich gehört, Tanja. Bist du vorbeigeritten, Tanja? Wo bist du denn? Ich bin schon am Springen. Ach, und ich warte hier auf dich. Ich habe eine Freundesanfrage bekommen.
mache ich einfach mal während des Rennens. Ich bin ja multitaskingfähig. Ich bin ja eine halbe Frau. Oh, Fabi hat sich gerade eingeloggt. Ist Fabi zufällig im Wartebereich? Ich habe das wunderschönste Pferd der Welt. Tanja, bist du die Paula, die da rumhüpft? Nee, vermutlich nicht. Okay. Die Paula ist eine Kuh, die macht nicht einfach Mu. Nee, war es Paula? Ja, Paula, der Pudding mit den Flecken. Übrigens, ich habe heute... Ärger von Steffen. Hast du heute schon mein Snapchat gesehen? Nur dass er ankam. Geguckt habe ich noch nicht, da lag ich auf der Couch mit... Ich habe heute zwei leckere Schnitzel gegessen. Ey, ich finde, das vegetarische Zeug schmeckt genau identisch, ne, wie richtig ist. Außer das panierte Zeug, was ringsrum ist, ne? Das schmeckt ein bisschen anders, weil es halt vegan ist. Also das war ein veganes Schnitzel sogar. Aber sonst schmeckt es richtig wie echtes Fleisch, ja. Okay. Weil ich das Handy ja behalten will, höre ich auf mein... Ach, du sollst am Freitag gehen ins Kino. Ach so, und darfst du jetzt dein Handy behalten oder musst du es daher wieder abgeben? Das würde ich mich mal... Da ist die Tanja. Frisur. So. Bis gestern hatte ich dieselbe Frisur wie du drauf. Okay. Oh, die habe ich schon ganz lange. Früher habe ich oft gewechselt, aber das entspricht am ehesten meiner eigentlichen, also lasse ich das so. Nein, ich hatte, hatte gestern überlegt, mich neu umzustylen. Und ich habe ja ganz viele Frisuren im Petto sozusagen, seit SSO das ja geändert hat mit den Frisuren. Ja. So, Leonie schreibt, und ich nenne mich kleines Dümmerchen, weil es erstens süß klingt, niedlich klingt, und zweitens es auch stimmt. Du bist zu frühreif dafür, dass du ein Dümmerchen für dein Alter sein kannst. Gacha Leo schreibt, Olli, komme, warte. Ach, die andere Leonie ist da, die Tonja. Die Tochter von Anja. Die Tochter von Anja, also Tonja, das war jetzt... Genau. Das war schön. Das klingt gut. Kleines Dümmerchen schreibt, keine Ahnung, wir haben ja vorhin über Handy behalten gesprochen und was ich so machen könnte und es nicht abgeben zu müssen. Und, was hat sie gesagt? Das erste ist, heute nicht ins Kino, sondern Freitag. Ja, ob du heute oder Freitag den Film anguckst, ne, kommt aufs Gleiche hinaus. Ob du noch zwei Tage länger wartest. So, nur? Jetzt müssen wir weiter, ne? Wir wollen ja jetzt noch die Quest machen. Obwohl, ich will ja trotzdem noch Level abwehren, wenn man fährt. Aber erstmal die Quest machen, weil man weiß nie, wie lange die geht. Das weißt jetzt nicht, welche Quest du machen musst. Na, die Froschquest, die hast du ja auch. Die kam ja heute. Nein, heute kam keine Froschquest. Na doch, heute ist doch das neue Update gekommen mit den Fröschen. Du hast irgendwas erzählt, aber bei mir steht unter, also vorhanden. Ja, nur... findest du so nicht, du musst da schon hingehen. Aha. Okay. Ja. Das gibt ja auch, guck mal, die Risk-Quest siehst du auch nicht auf der Karte. Und die sind trotzdem da, weißt du, was ich meine? Und die Fohlen-Dinger sieht man auch nicht auf der Quest-Log. Stimmt. Richtig, aber es gibt auch Sachen, die hat man alle schon. Wer hat eigentlich erzählt, dass die Fohlen nicht mehr da sind? Die sind immer noch da. Und, keine Ahnung. Und Uli macht mir Angst, weißt du, dann sind alle Fohlen weg, dann kannst du die nicht mehr machen, die Quest. Ich hab keine Ahnung. Gehen irgendwann 25. gehen die weg. Und am 29. geht Spirit weg. Ja, Spirit habe ich rechtzeitig gekauft. Der ist bei mir im Stall, aber ich habe den noch nicht einmal angefasst. Der steht da rum. Hab ich dir gesagt, dass genauso wird das laufen. Ja. Ich habe ihn auch, aber steht halt nur da. Punkt. Olli, komme mit Friese, warte. Keine Ahnung, sie haben nichts dazu gesagt. Und falls ich Handy abgebe, schreibe ich es dir, damit du wegen Snap Bescheid weißt. Genau. Weil ich habe keinen Bock jetzt irgendwie da monatelang für dich zu snippen, müssen wir dann hin. Weißt du, am Ende, Olli, kannst du für mich weiter snippen, bis ich mein Handy wieder habe? Und irgendwann so in 5 Jahren, wenn du 18 wirst, ja, ich habe jetzt mein Handy wieder. Lol. Hat Olli schon deinen Snapchat bekommen? Uah, ich war fast den falschen Weg geritten.
Gelitten? Wir müssen Richtung Nebelfall. Ich folge dir einfach, weil bei mir leuchtet hier nirgendwo irgendwas irgendwie auf. Bei aber ich habe mich jetzt ganz geschickt um das Schild gewickelt. Olli, stopp. Olli, Leonie, ich warte Nebelfall auf dich. Und danach sind wir eh wieder zurück. Nach Nebelfall. Weil ich muss noch ein paar Rennen machen. Bei Nebelfall gibt es ja die neue Quest. Das erste Mal im Annehmen, dass ich die News gelesen habe, dass ich weiß, wo man was machen muss. Mache ich ja sonst nicht. Oh, es ist ein Wunder, dass Oliver schneller ist als ich. Was? Ich bin, mit meinem Pferd bin ich schneller als du? Mhm. Geil. Welches Level dein Pferd? 11. Ja, okay, ich bin 14. Fast 15. Fast 15, ja. Aber es zählen ja sowieso nur abgeschlossene Level, von daher wirst du da während eines Levels nicht merken an Unterschieden, habe ich mir sagen lassen. Ich muss mir nur drauf achten, wo ganz viele Menschen sind, wa? Aber ich habe auch keine gute Ausrüstung drauf. Ja, die ist bei mir auch noch verbesserungswürdig, aber ich bekomme noch nicht die tollen Hufeisen. So, auf meiner Karte bin ich gerade dabei, Kater zu überholen und nähere mich deinen Hinterläufen. Na, ich bin hier gerade in dem Tunnelbereich. Du bist noch ein paar. Jetzt bin ich gegen Stein gerannt. Jetzt hast du mich überholt. Okay. Zwischen Eingangsbereich und Dandel soll irgendwo der Frosch sein. Bei dieser Brücke da irgendwo. Also kommen wir noch ein bisschen weiter. Ja, irgendwie bei der Brücke oder so. Sagte meine Orientierung dieses Bildes. Da vorne sehe ich was Grünes. Ja, hier ist da was. Das war schon mal da, oder? Briefkasten. Nee, Mülleimer. Mülleimer. Ja. Das ist die Biotonne. Hab die Olle gefunden. Er hat nur so ein Kaufsymbol über dem Kopf. Ja, sag ich doch. Da kannst du nur Frösche kaufen. Stimmt, die habe ich hier auch. Das ist die Quest? Das ist keine Quest, das ist nur ein Shop. Das kannst du wieder ordentlich Coins ausgeben. Jeder Frosch 99. Das ist es? Ja. Ich kaufe mir einen Frosch. Der eine kostet 29, 59 und die restlichen kosten 99. Den ich haben will, der kostet 69. Also der blaue. Ja, den finde ich gar nicht mehr. Einen blauen habe ich, glaube ich, auch. Damals aus dem Sumpfgebiet, da gab es doch auch einen Frosch bei irgendeiner Quest hinterher. Wisst ihr, was lustig ist? Ich kann mir den nicht kaufen, wenn ein Schaf voll ist. Du bist Update, schreibt. Lani, suchst du Frieda Frosch? Frieda Frosch haben wir gerade gefunden. Was schmeiß ich? Du hast in deinem Inventar zwei Orangen, die kannst du auch stapeln. Ich habe Hufeisen mit einem Wert von 0. Stimmt. Kann ich wegschmeißen, oder? Kannst du stapeln. Und dann hast du Platz im Inventar. Ja, und die Anfängerausrüstung brauche ich auch nicht, was die Hufeisen angeht, oder? Die können weg. Das sind Anfänger-Hufeisen. Ohne Stats. Ja, die können weg. So, dann kann und ich. Und wie gesagt, die Orangen kannst du auch noch stapeln. Ja, dann habe ich jetzt einen Frosch. Bis zahlen mit Starcoins. Alter, ist ich habe keine Satteltasche. Doch, hast du. Rechts der zweite Item über deinem Mülleimer. Ah, das ist eine Satteltasche. Danke. Ja, bitte. Gerade zufällig gesichtet. Ich höre hier eine Spinne. Eine grüne. Hier müsste auch eine sein, und zwar am Wasser irgendwo. Ja, hier unten, wenn du hier runterreitest. Die hole ich gleich, aber ich setze noch den Frosch in. Irgendwo hier unten war das. Genau weiß ich es nicht. Ich glaube, das Pferd hinter mir, ich mag gerne wohl den hinter meines Pferdes schnippern. Ist mal eine dumme Frage, das war's jetzt da mit dem neuen Update. Eventuell. Wie bekomme ich den Frosch dann mal da raus? Aus der Tasche? Du klickst oben auf das Mannequin und dann auf dein Haustier. Also auf dieses Pfötchen-Symbol. Ich hab kein Pfötchen-Symbol. Der Frosch kann nicht laufen. Hat SSO explizit auch in News geschrieben, der kann nicht laufen. Wie jetzt? Der kann nur deine Satteltasche rumhängen, hab ich gelesen. Nee, oder? Entschuldigung. Ich hab mir jetzt. Du hast jetzt 70 Euro ausgegeben, Euro sag ich schon, Entschuldigung, 70 Starcoins ausgegeben oder 69 meinetwegen auch. Für einen Hocker im
Leonie, 22.30 Uhr würde ich am Freitag nicht vorschlagen zum Thema Avengers, weil dann kommst du erst nachts um kurz nach 2 aus dem Kino raus. Und, aber die laufen nicht mit. Ja, schreibt Lani auch gerade schon. Habe alle Spinnen, dank euch. Ja, stimmt. Da hast du ja Beratung bekommen von Uli. So. Der Webstätte steht, beachte, dass diese Frösche keine laufenden Haustiere machen. Sie können dich nicht, die können dich nicht neben der Herd laufend begleiten. Ich hab die Spinne. Okay. Super, vielen Dank dafür. Gut, dann hat das richtig viel Sinn gemacht. Aber du hast ein neues Haus. Ja, zumindest etwas, ne? Ja. Aber dann würde ich vorschlagen. Das war's auch schon wieder für heute. Nee, ich mache jetzt noch die Risse. Und dann noch ein paar Rennen. Und ich habe auch noch ein paar Quests, glaube ich, die ich theoretisch sogar machen könnte. Aber ich dachte jetzt. In welche Richtung bist du jetzt gerade geritten? Richtung Ausgang. Okay. Also wieder zurück, Richtung, sozusagen. Richtung Fergrove. Aber was könnte man sonst machen? Die Hörnchen mal hinten nehmen, die Quest habe ich glaube ich auch nicht mehr. Aber ich muss noch zum Garten nachher. Weil da muss ich bloß noch ein einziges Mal die Quest machen und dann habe ich dann wieder neue Quest. Also noch einmal die Rufquest sozusagen. Leonie schreibt schon wieder, Olli, warte. Du bist ja noch nicht mehr im Spiel, soweit ich weiß. Ich finde es gut, dass Lani bei Twitch aktiv ist. Wir brauchen noch mehr Leute, die bei Twitch aktiv sind. Jo, Alin, wo bist du jetzt lang? Na, ich reite jetzt gerade wieder Richtung Steve sozusagen, weil da habe ich ja irgendwo die Dings gesehen. Den Riss, wo ich lang muss. War jetzt nicht den Riss noch nicht. Tanja, wo bist du? Da, wo ich bin. So, ich muss langsam mal reiten. Ich bin noch nicht über die Brücke. Bist du schon über die Brücke? Welche Brücke? Fergrove Brücke. Ne, bei der bin ich noch nicht. Aber ich bin kurz davor. Okay. Dann treffen wir uns bei der Brücke. Okay. Lauf, mein kleiner Trockene. So, ich bin bei der Brücke. Dann warte ich mal kurz. Und trinke in der Zeit was. Ich sehe einen blauen Schweif. Yay! So, Leonie wartet bei Steve. Okay, ach, da waren wir schon. Dann warten wir kurz mal bei Steve. Leonie, die möchte gerne, dass wir uns ihre neuen Pferde anschauen. Kriegen wir hin. Wahrscheinlich mit den Starcoins von der Oma, ne? Also, als ich mir Starcoins letzte Woche an Doppel-Starcoins geholt habe, habe ich mir nur die 2 Assozi-Ponys geholt und habe noch 1000 Starcoins übrig. Na, ich habe jetzt irgendwas mit 400 Starcoins. 383 habe ich jetzt noch. Aber wir müssen eh in diese Richtung, weil da hinten ist der Riss, den sehe ich schon wieder. Ich wollte noch Steve. Ja, jetzt erstmal zu Steve, genau. Ich konnte mich nicht zwischen den beiden Assertiv-Ponys entscheiden, hab beide genommen. So. Wo bist du, Leonie? Bist du auf Server 4? Jetzt kommt der Aha-Effekt. Stimmt, ich bin ja gar nicht auf Server 4. Okay, warte, bei Steve. So, Leonie schreibt, wenn ich überlege, habe ich umsonst mich umgezogen, fertig gemacht und so. Ja, passiert, ne? Lani schreibt, wartet ihr auf mich auch bei Steve? Ja, okay, wir stehen jetzt hier gerade, kann man ein bisschen chillen. Ich kann mein Pferd mal wieder verlegen, obwohl muss ich eigentlich gar nicht.
Obwohl, ich muss meinen Inventarplatz, ich muss Inventarplatz frei machen. Ich fütter mein Pferd einfach mal ein bisschen. Carter, du bist in gar keinem Club, ist dir schon mal aufgefallen? Ich bin aus einem Club rausgegangen. Ich wollte es mal gesagt haben, ne? Sowas fällt mir immer sofort auf. Nein, ich bin aus meinem anderen Club aus. Oh, ich hab so viele Märchen. Wieso will mein Pferd keine Bratwurst essen? Achso, das ist wahrscheinlich für was anderes gedacht. Kann man hier nicht grillen? Ja, wenn ich schon kein Fleisch mehr esse, ne? Aber da haben wir heute mit Steffen heute Morgen auch schon, oder heute Mittag auch schon gelacht. Von wegen, ja, bei mir gibt's heute Gyros. So. Und dann sagte er, da würde ich gerne mal dran riechen. Ich sage, ja, dein Riechen, das kann ich mir gut vorstellen. Du entwickelst so einen starken Sog, dass das Fleisch in deiner Nase verschwindet. So. Moment, du schreibst Leonie, okay. Wir warten ja noch kurz. Alle, die noch zuschauen, jetzt schauen hier gerade 80 Leute zu. 8, meinte ich. So. Ich hab mich ein bisschen für Server 4 getarnt. Wie findet ihr eigentlich meinen Arsch? Ist er nicht knackig? Obwohl, ich hab nicht meine... Das ist richtig unrealistisch gemacht. Habt ihr auch so einen hässlichen Arsch wie ich? Tanja, guck mal meinen Arsch an. Was willst du von mir? Das sieht doch total... Der ist richtig platt. Ja, das ist irgendwie... Da ist doch nicht mal so die Form, wo man wissen würde, das ist jetzt, weißt du, die Arschritze ungefähr. Man sieht die Mitte des Arsches nicht. Okay. Es gibt auch manche Hosen, die sind mehr Hintern betont. Es gibt auch manche Hosen, die weniger. Ja, Kater, deine Hose, da sieht man den Arsch. Also da sieht man auch, weißt du, wo die Mitte ist. Ah. So, bist du auch bei D-Live? Bei D-Live bin ich auch live. Ich weiß ja nicht, ob im D-Live jemand geschrieben hat. Ich guck mal nach. Ich habe ja derzeit nur Kater und Bergisch als Abonnenten. Bei D-Live. Ja, ich muss mal irgendwie mal wieder. Sammy S, bestes Spiel. Hi Sammy S, schön, dass du reinschaust bei D-Live. Lass gerne ein Abo da, wenn du das einen Daumen hast. Jetzt will ich auch gucken, was ich für einen Hintern hab. Ah, ich bekomme den Chat nicht. Ich will den Chat gerne ein bisschen. Hi Daylight Girl, Carter, schön, dass du reinschaust bei D-Live. Oh, wie mach ich das mit dem D-Live-Chat? Ich brauch den D-Live-Chat. Schon ein bisschen platt. Hintern. Ja, ne? Ja. Buddy joined your channel. Patti! Ach, hier bist du Nudel! Ja! Wir warten unten die ganze Zeit. Mal erstes O machen, gucken machen. Denn kurz kenne ich, was? Hm? Buddy und so. So, jetzt habe ich auch den D-Live-Shit. Nein! Nett, du hast mich noch gar nicht bei D-Live abonniert. Story erzählt. Was? Nett, du hast mich noch nicht bei D-Live abonniert. Was ist das? D-Live ist sowas wie YouTube, also oder Twitch kann man sagen, ja. Mhm. Da läuft es aber ein bisschen anders. Das heißt, die Leute, die zuschauen, verdienen Geld und der streamt, verdient Geld. Das heißt, es wird aufgeteilt zwischen allen Leuten. Oh. Mhm. Olli, übrigens, ich habe Conan wieder zurückgegeben. Warum? Oh. Das ist irgendwie nicht so meins. Ja, okay. Ja. Aber dafür relativ schnell das Geld zurückbekommen. Innerhalb von 20, 30 Minuten. Ja, das geht normalerweise immer recht schnell, ne? Ja, das letzte Mal hat das 3 Tage oder so gedauert. Ach, seid ihr alle von mir? Das haben sich alle versammelt. Kater, die Haflinger-Damen, die haben nach dir gefragt. Wollen die? Keine Ahnung. Bist du selbst hier schon unten durch? Das habe ich jetzt gerade ausgesagt. Ich komme wieder mit meiner unfreundlichsten Art. Ich habe Olli gerade die Story erzählt, dass Steffen vorhat, meinen Gyros einzuatmen, also einzuriechen. Ja, nur riechen. Nur riechen, genau. Die kenne ich noch nicht mal. Das ist nicht schlimm. Leonie steht vor mir. Ach, Leonie ist da. Leonie. Das Pferd ist unsichtbar bei mir. Bei mir auch. Bei mir auch. Ich sehe nur die Gamaschen. Ja, ich auch. Und den Behang und also Behang und Mähne. Was ist das für ein Pferd? Lene, wie machst du das? Ich schicke dir erstmal eine Club-Anfrage, weil du bist in keinem Club, Leonie. Das gibt man gar nicht. Buddy left your channel.
Ich war in meinem Club die unfreundlichste Person. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Leonie, wie machst du das, dass dein Pferd unsichtbar ist? Wie viel Starcoins muss dann dafür bezahlen? Für so ein unsichtbares Pferd. Oh ja, ich glaube, die trauen sich jetzt nicht mehr zu schreiben, weil ich sie. Ja. Aber da. Die alle aber dieser Nadine hat auch einen Friesen und der ist unsichtbar. Oh, es hat sich gerade aufgelöst. Aber die hat einen Friesen und der wird angezeigt. Hä? Ich weiß es nicht, was sie da gerade gemacht hat. Keine Ahnung. Okay, Leonie ist kurz auf. Aber wir haben schon mal ihr Pferd gesehen. Mhm. So, dann warten wir noch ganz kurz auf Lani und dann können wir weitermachen. Oh. Lani, wie hieß dann du nochmal in SSO? Mal. Was jagen wir dann? Danach den Riss hinterher jagen, oder? Würde ich vorschlagen. Okay. Und nebenbei, wenn wir irgendwelche Rennen sehen, können wir noch die Rennen mitmachen, dass ich dann mein Pferd auf Level 15 bekomme. Ist ja nicht mal weit. Ich guck mal kurz nach, was ich sonst noch für Quest habe. Silvergeld Landgut, zu Linda müsste ich noch. Olli? Ja. Steffen hat gesagt, solange du das vegane Schnitzel bist, darf er Gyros einriechen. Einriechen? Naja, riechen ist ja okay, ne? Okay. Wie gesagt, er hat einen starken Sog drauf dann, ne, wenn er riecht. Aber hallo. Verschwindet das Gyros, ohne zu essen. Die stellen sich gerade alle neben uns. Buddy left your obwohl, zumindest Lana. Lana ist total klein. Mit dem Easy. Bist du Lana, Lani? Okay, Lani und Lana passt ganz gut zusammen, ich vermute mal. Firkwurf-Championat geht gleich los. Den Easy habe ich auch. Wann habt ihr das letzte Mal das Firkwurf-Championat gemacht? Irgendwann mit dir. Also Ewigkeiten her. Mhm. So, ich mache eigentlich nie Champis, von daher muss das mit dir gewesen sein. Lana Masterscheid bist du, okay, dann bist du die Person. Gut, dann können wir doch mal zum Riss weiter, ne? Ich sehe den Riss gerade nicht. Das glaube ich wahrscheinlich hinterm Stall. Okay. Die umkreisen mich quasi. Ich folge dir. Damit ich in ihren Club komme. Eben bist du nämlich genau in die andere Richtung geritten. Deswegen wundert mich das jetzt. Aber ist okay. Da ist doch kein Riss. Wo ist der Riss hin? Achso. Ach, da hinten. Das habe ich nicht gesehen. Gebäude im Weg. Ich wechsle mal zu D-Live. Kannst du gerne machen. Leonie, lol, hi, schön, dass du reinschaust. Mach mal die Club-Anfragen. Und danke für dein Follow. Leonie folgt uns auf die Live. Und wir sind gerade bei. In der Kategorie Deutschland auf Platz 5. Ich will ja nichts sagen, ne? Die Live kommt doch gar nicht an. Großartig. Reite ich schon wieder falsch? Ja, da muss ich lang. Das kann ich dir nicht sagen, ich sehe ja keine Risse. Ich folge dir nur unauffällig. Ich sehe auch keine Risse, weil ich die ja schon fertig habe. Leonie schreibt gerade, ich komme. Wo willst du hin? Sag mal, wo gehst du lang? Erscheinen reicht lieber. Na, ich guck nebenbei auf dem Chat, weißt du? Oh, ich merk das. Warum bin ich schneller als der Easy? Nicht unlogisch. Kommt auf das Level und die Klamotten an. Ich habe auch auf Reiten 38. Hat der Sprung nicht mehr geklappt. Ihr denkt euch gerade so, Olli, was macht der da? Nee, ich lasse jetzt einfach mal ein bisschen mehr Abstand zu dir, falls du dich wieder irgendwo reinklemmst oder drumwickelst oder ja, nee, keine Ahnung. Ich bin gleich beim Riss. Der ist da vorne schon. Okay. Ich lass mich überraschen. Dingel, und ich sehe schon den nächsten Riss, dann habe ich alle drei. Wie heute. Na, dann reiß dich zusammen. Ich meine, riss dich mein zusammen. Mein Pferd hat einen Wackelkontakt, seht ihr das auch? Nee, aber ich kenne das. So. Dann mach du mal eben die Risse. Ich bin mal ganz kurz AFK. Ich bin gleich wieder da. Okay, bis gleich. Jo.
So, Leon schreibt, ja, klar, auf D-Live, auf Twitch, auf YouTube, auf Instagram und auf Facebook. Nee, Instagram nicht, ich bin nur... Oh, ich muss kurz die Sterne einsammeln. Ich bin nur auf Facebook, Twitch, YouTube und D-Live live. So, der Riss ist weg. Dann ist bei mir eben in der Luft, als du den Riss gemacht hast. Ich reite mal kurz auf die andere Seite, weil der andere Riss ist genau gegenüber. Hust, hust. Genau auf der anderen Seite. Ja, richtig. Ja. Bis Tanja wieder da ist, bin ich schon wieder mit dem Riss zurück. Sicher. Scheiße, der ist unten, oder? Ist der unten? Wahrscheinlich. Ja, der ist unten. Ich komme wieder zurück. Du kannst da auch durch die Lücke. Du kannst nee, auch hier runter. Ich mag nicht solche engen Lücken. Also manchmal schon, aber jetzt gerade. Jetzt gerade mal nicht. So. Hallo, Tanja. Was wollte sie machen? Kurz AFK gehen. Hat sie auch den Grund gesagt? Weiß ich nicht mehr. Nein. Hat nur gesagt, sie kommt gleich wieder. Ja, solange sie keinen Anruf bekommt. Und dann ist ein Golden Hits, ne? Na, hiernach müsste ich dann nach Veildale, um die Risse abzugeben. Nicht, dass ich das wieder vergesse. Fuck, ich doch, der ist in Golden Hit. Nee, der Riss ist. Ach, der Riss ist da oben. Ich muss den Berg hoch. Du weißt, wie du den Berg hochkommst. Mit sehr viel Glück direkt hier. Ja, siehst du? Conny. Kommst du den Berg nicht hoch? Ja, gerade so hat mein Conny das geschafft. So, Staubsauger an. Ich stehe genau im Riss. So, wieder da. Baby. Danke. Wir sind oberhalb von Jasper da. Ja, habe ich schon gesehen. Ja, ich muss kurz einen Riss schließen. So, hast du nicht die Reithalle mitgenommen wegen Rennen und so? Ja, das kommt jetzt auf dem Rückweg. Ach so. Ja. Also theoretisch kannst du zur Reithalle, da komme ich jetzt auch hin. Okay. Hast du noch Pferde, die du ausleveln musst? Nein. Hast du wieder ich könnte mir theoretisch ein neues kaufen, aber da ich ja ab nächste Woche wieder Besuch habe, oder ab Ende dieser Woche, ja, okay. Wäre das ein bisschen unklug. Nö, eigentlich ja nicht. Du brauchst nur Stallhilfe. Ich weiß auch, was ich lassen kann. Ich bin stolz auf meine Starcoins, die verschleudere ich nicht. Hab nämlich wieder 3160 zusammen. Okay. Deine Risse sind da, wo meine sind. Ach, sind deine auch dort? Ja, ich glaube, die sind auch bei jenen gleich, oder? Die wechseln zwar täglich, aber ich glaube, dass sie dann am Ende bei ihnen gleich sind. Keine Ahnung. Ich habe den Facebook-Chat. Ach nee, da hat niemand geschrieben. Okay. Gerade sagen, habe ich komplett vernachlässigt. So. Er pfeffert durch mich durch, ich steige, macht ja nichts. Ach so, sorry, dass du gestiegen bist. Lol. So, 3, 2, 1, meins. Oh, dass die Stangen farblich neu gemacht haben, sieht zwar nett aus, aber ich bin abgelenkt dadurch. Wirst du ja. Und dann bei zwei Sprüngen kann man einfach durchlaufen. Bei dem ersten von der Kombination und bei dem Sprung daneben, da kann man durchlaufen.
hat nun mal so beim Springunterricht festgestellt, dass man da eigentlich durchlaufen kann. Ja, das ist so genauso wie hier beim Dings hier. Koppelrennen. Ja, richtig, genau. Aber die Sprünge werden nicht gezählt, haben wir festgestellt. In der Reiterin. Wieso gibt es extra Punkte, wenn man... Ach nö, das haben wir jetzt rausgenommen, dass man da geht, dass man da durchspringen kann. Ich hab das nämlich auch schon gemerkt. Deswegen wahrscheinlich das Update. Die haben vor, wann war das? 2 Wochen haben die Fehler behoben. 1 oder 2 Wochen. Aber theoretisch ist es ja kein Fehler. Mit einem richtigen Fehler kannst du auch durch. Generell. Die Hitbox war halt nicht richtig eingestellt. Da war zum Beispiel auch bei dem Professor Hayden oder wie auch immer man den ausspricht. Da war auch ein Fehler mit dieser Spinne, die da neben ihm steht. Okay. Irgendwas mit den Augen war da. Wimpern oder irgendwas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war da ein Bug und das haben sie auch behoben. Und noch mehrere kleine andere Sachen. Vielleicht war das mit den Stangen da mit bei, ich weiß es nicht. Nein! Ich habe auch mal einen Sprung verkackt. Ja, ich bin rechts daneben gesprungen. Ja, und ich bin vorbeigelaufen. So, ich muss ja kurz im D-Live gucken, da wurde wieder geschrieben. Und Melonen. Was? Melonen folgt uns auf Twitch. Danke für dein Follow. Und was schreibst du? Huhu, hätte gedacht, dass das Spiel kacke ist, aber irgendwie ist das Spiel nice. Ja, kannst du ja gerne auch mal spielen. Also ist deine freie Entscheidung. Auf jeden Fall schön, dass du reinschaust. Bis Level 5 ist es kostenlos. Richtig, da kannst du zumindest erstmal antesten. Ich glaube, da musst du zahlen, da musst du Money geben da. Muss man grad... nicht, aber ohne ist nichts mehr. Ich sehe gerade, dass Bergisch dich auch abonniert hat. Ja, richtig. Ja, Leonie, der Große hat abonniert. Großer. Ne? Ach, Kater, wenn du wüsstest, genau richtig. Leonie, wenn du wüsstest. Ich glaube, ich weiß genug, aber es gibt auch was du nicht weißt. Ja, stimmt. Da hast du vollkommen recht. Aber das Thema müssen wir ja nicht im Stream erwähnen. So. So. Was wollte ich jetzt tun? Ich wollte hier einmal raufdrücken. So, das letzte Rennen. Oh, hab ich schon gemacht, okay. Ja, ich war gerade so am Chat lesen, wirst du. Ah, so. Ich bin, glaube ich, auch vom letzten Rennen. Keine Sprung Ahnung. Sprung 2 erfolgreich. Sprung 3 erfolgreich. Ja. Sprung 4 erfolgreich. Sprung 5 erfolgreich. Sprung 6 erfolgreich. Sprung 7 erfolgreich. Ich bin so gut. Sprung 8 erfolgreich. Nee, nicht ganz erfolgreich. Ich hab Discord und da kommt Sweet 8 raus. Da kommt irgendwas anderes drauf. Man kann bei D-Live nicht Discord schreiben. Es ist verboten, oder was? Ja, da guck doch in den Chat. Du hast Discord geschrieben. Dann schreib es mir auf Discord. Bei mir steht, dann schreib es mir auf 2-Tracht. Ne, bei mir steht richtig Discord. So, herzlichen Glückwunsch. Du hast eine Höchstleistung erbracht. Kann vielleicht daran liegen, dass mein PC automatisch mein Browser automatisch alle englischen Webseiten übersetzt. Weil ich ja mit dem Chrome-Browser drin bin. Was? Du hast es geschrieben, ja, hab's halt, bin ja nicht clubgebunden. Ja, aber ich bin doch nicht mehr in den Aces drin. Aha. Ich war doch vorher in den Jupiter Aces drin. Aber in dem Club bin ich rausgegangen, weil wir jetzt einfach zu viel Stress gab. So, jetzt geht's wieder nach oben, wa?
Ich darf nicht vergessen, nachher die Risse abzugeben. Machen wir jetzt hier gleich noch Weingarten und so? Ja. Wie du möchtest. Und nach Weingarten will ich gerne noch kurz das andere Garten-Dings da machen. Was machst du jetzt? Dieser Typ, Mann! Was denn? Ach, nix. Der kann nicht reiten. Nein, du kannst schon reiten. Komme gleich. Aha. Achso, holst du jetzt das Spiel oder was machst du jetzt? Hanke! Was denn? Nix. Läuft der absichtlich vor der Wand und ich renn mit, ey. So, 3, 2, 1. Ja, ja. Du bist eh schneller. Ja, ja. Also da sind Ultra-Bananas, keine dynamischen Bananen. Auf Server 10 gibt's die dynamischen Bananen und hier gibt's die Ultra-Bananen. Was, Bananen? Ja, da war eben dein Club mit dir, der hieß Ultra-Banane. Okay. Und auf Server 10 gibt's einen Club, der heißt Dynamic Bananas, also dynamischen Bananen. Bananas im Pyjama. Das ist lustig anzusehen, war das so? Eher irgendwie so. Haha, ich bin neben dem Pfeil her. Juhu! Ich habe immer gesagt, die dynamischen Bananen springen aus ihrer Schale raus. Klang zwar falsch immer. Ah, oh, Leonie schreibt, ihr Friese ist Schrott. Ah. Ja, der ist ein bisschen durchsichtig. Ja, aber es waren ja noch mehr Pferde, die davon betroffen waren, von dem Durchsichtigkeitssyndrom. Aber der Hannoveraner hat ja auch mal diesen Bug gehabt, dass er irgendwie Doppelmähne hatte, die zwei Farbenmähne hatte. Die Pferde packen wir ab und zu mal. Überleg gerade, ich hatte irgendwann mal vor Jahren ein PC-Spiel, da gab es einen Schecken, wenn man sich den gekauft hat, in dem Spiel, dann waren die Flecken ausgeschnitten. Also sprich, an den Stellen, wo die Flecken sind, waren Löcher. Das sah auch gut aus. Ich weiß nur nicht mehr, welches Spiel das war. So, Olli, falls du fragst, wo ihr echt den Tag hin habt, den habe ich aus der App. Da habe ich, glaube ich, auch meinen her. Ich glaube, ich habe auch einen. Der kam ja damals neu dazu, ne? Und dann, den hatte meine Clubchefin gehabt und den fand ich so schön und hab sie genervt, woher sie den hat. Und dann hat sie gesagt, aus der App. Und dann hab ich mir den auch geholt, weil ich den einfach so schön finde. Es kommt ein Not. Ich hoffe, ich kann noch lesen. Der hat sogar vorne am rechten, oberhalb des rechten Hufes, Beines, hat er ein Herz. Der sieht aus wie ein Herz. So, alle überholt. Ja, ich bin auch nebenbei immer noch am Chat gucken und was ich was alles. Und ich reite ja auch noch die ganzen Abkürzungen. Die ich kenne. Ein scheiß Pferd bleibt immer auf der Brücke stehen. Vielleicht hat es ja Geld gefunden. Dann wäre ich jetzt mittlerweile schon reich. Ach so. Jetzt die letzte Strecke hier. Und bin auf dem Weg. Man kann Leonis Pferd wiedersehen. Jetzt hat es auch ein anderes wahrscheinlich. Warum bist du denn traurig? So, letztes Rennen. Die hat einen Shire mit. Hab ich gesehen. Der Shire ist schön, den habe ich gerade auch begutachtet.
Bei mir ist es langsamer. Was ist bei dir langsamer? Der Tinker, was er gesagt. Keine Ahnung, was das ist. Tinker, Shire, Tinker. Schönes Pferd. Ich mag die Shire und die Tinker so irgendwie nicht. Echt, ich liebe die. Ich hatte ja auch mal einen Tinker, von daher. Ich mag irgendwie mehr diese sportlicheren Rassen, die so sportlicher gebaut sind. Nein! Wie den Trakehner, den Isländer, also. Aber ich mag nicht so gerne die Kalti-Pferde. Die sind gemütlich. Oh, ey, ich bleib jetzt gerade überall mit meinem Pferd hängen, ne? Aber ich habe 3 Isländer, also. Ja, auch Kalt-Pferde. Mein Pferd ist gerade verbuggt. Das macht gerade gar nichts mehr. Ich glaube, ich muss das Rennen wieder von vorne machen. Lol. Man reitet ja auch nicht Berge hoch, also von der Seite. Du hast verloren. Wenn möglich, bitte wenden. Was? Juhu! Bei dir ist der Stream langsamer? Also ich habe ihn am Laptop nebenbei laufen. Bei mir läuft es flüssig, zumindest auf YouTube. Ich habe ja nicht alles offen. Hm. Dann siehst du auf Twitch. Ah. Leonie in die Gruppe einladen. Erledigt. Schönes Pferd hast du. Sehr schön. Das ist, soweit ich weiß, das ist der Shire, den habe ich schon. Nee, das ist ein Clydesdale. Genau, richtig, der war's. Weiß ich ja, welchen ich mir noch hole. Siehst du denn Husten jetzt, ne? Nee, jetzt bestimmt noch nicht. Nee. Erst wenn mich ja wieder weg ist. Dann habe ich wieder jeden Tag Zeit dafür und dann lohnt sich das. Als ich das erste Mal das Pferd, was Tanja hat, gesehen habe, habe ich gedacht, das wäre ein schimmliges Pferd. Wegen diesen Punkten da. Ja, ist mal was anderes. Ich dachte, das ist schimmlig. Oh, ich drück T, weil ich den Chat öffnen will. Irgendwie bin ich leicht beschädigt. Verstehe ich nicht. So. Ich auch nicht. Solange du nicht Y drückst, wenn du den Chat öffnen möchtest. Den Easy, den Lani hat, den habe ich auch im Stall ausgelöst. Lani, man sieht dich jetzt, also deine Nachrichten und so weiter, also generell, wir sind gerade live bei YouTube, bei Twitch, bei Facebook und bei D-Live. Aber Olli, ein kleines Dümmerchen bin ich ab und zu doch trotz meiner Reife. Ja, okay, da hast du. Okay, wäre es mal nicht, ne, wäre langweilig, wenn man nie ein bisschen verpeilt oder dumm wäre. So, dann haben wir das auch erledigt. Dann habe ich da vorne auch schon gleich. Warum ist Leonie eigentlich nicht in deinem Club? Ich weiß nicht, Leonie, wieso bist du nicht in meinem Club? Sie war doch mal bei uns im Club, oder? I don't know. Mit meinem zweiten Account bin ich in eurem Club. Muss Heimi kurz. Okay. Und ich bin mal kurz hier beim Garten. Oh, da gibt's heute richtig viele Quests. Ich mach mal das Weingarten rein. Olli hat bestimmt noch nicht das Rennen da. So. 3, 2, 1 und. Bin nicht Club Bunny. Bis gleich. Okay. Buddy joined your channel. Buddy. Ein was? Olli. Haus ist putt. Ups. Ich weiß nicht, was er nachher noch streamt. Da war ja noch nicht mal wirklich was gebaut. hier ist aber eine Riesenschlange gespawnt und die. WTF. Rumgeschlängelt. Du warst am kaputt machen und dann hat es Steffen geholt. Und dann ist es Steffen hinterher. Und dann hat Nasi die gesehen. Also du musst auf jeden Fall noch mal eine Runde Conan machen. Lol. Conan geht das auf 22 Uhr und das wäre mir zu spät.
Und die Klamotten dann hast du. Ja, selbst dann ist es ein FSK 18 Spiel. What? Bam, bam, also bam, Videos bam. Darf man jederzeit davon machen, weil da kann man das direkt createn, dass es ein 18, FSK 18 Spiel ist. Aber letztens hast du doch auch schon viel früher gestreamt. Nee, das war irgendwann, okay, ja richtig, da war es aber auch auf FSK 18 eingestellt und das Video ist ja auch geblockt worden. Oh. Uli, mein Kopfauer tut fast weg sein. Uli ist hier? Uli? Netti wollte ich sagen, sorry Gunk. Das war das gleich, oder? Ich hab grad an Uli gedacht, weil die ist ja jetzt irgendwo. Die ist gerade hinterm Schlagzeug geklemmt irgendwo. Oh. Mhm. Ohne Höchstleistung, meine Höchstleistung. So, ich brauche einen Käfig. Genau. Mäusi, steh auf jetzt. Los. Ist der nicht wieder durchgehend im Bett oder was? Nee, der war heute in Frankfurt auf USK treffen und hat sich den Moment hingelegt. Ach, sind schon wieder da, ja? Ja, ja, schon lange. In einer Stunde. Okay. So, ich habe 1 von 6 Häschen. Häschen hab ich schon. Aber der muss ja morgen zur Frühschicht. Das der B. Oh! Steffen hat mir meine Rüstung fertig gemacht. Das ist nice. Ich muss schon wieder Hörnchen von hinten nehmen. Och, ist der Schwarf. Genau. Wie kann ich auch im TS reden? Frag Lana, warte mal, bist du denn schon drin im TS? Hi, erstmal Mrs. Thomas, kann sie sich jetzt erst. Guten Tag, ich weiß ja nicht, also, ob du Shams reitest, aber weißt du eventuell, wie das Wort Winterschamps dann geht, da sie Buddy da left your channel. Die Gegend verändert haben? Haben die da die Gegend verändert? Das ist doch so wie immer, oder? Keine Ahnung. Haben die das schon doch geändert? Pfeile. Ja, okay, die Pfeile haben sie überall neu gemacht. Soweit ich weiß. Die sind jetzt nicht mehr gelblich, die sind jetzt weiß, ne? Oder irgendwie so warst du. Ja, da. Ich wollte auch wissen, wie das geht. Weil die Strecke ist immer noch dieselbe. Ja, würde ich auch sagen, dass es dieselbe ist. Ich wüsste nicht, dass die neu ist. Also Lana fragt, wie das mit dem TS funktioniert. Habe ich jetzt geschrieben, dass sie den Teamspeak braucht und ein Headset. So. Richtig. iPhone? Ja, geht. Ja, aber kostet Geld, die App. Also man bezahlt da einiges für. Ich muss da kurz mit dem Pferd ein bisschen weiter weg, sonst spawnt das Hörnchen nicht. Was, die haben Dolly App auf einen Berg gesetzt? Haben die das? Keine Ahnung. Wie viele Hörnchen musst du dir denn noch packen? Gar keins mehr. Ich muss bloß noch ein einziges Mal Dünger. Okay. Hier hinlegen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt alle Quests habe oder ob noch eine. Ne, eine muss ich noch machen, aber jetzt habe ich erstmal die meisten weg. Aber dann mache ich die neuen Aufgaben, die ich dann habe. Die mache ich dann erst beim nächsten Mal. Ich denke, das reicht jetzt aus, dass ich jetzt wieder. Komm mal kurz auf, okay. Okay.
Ja, ich kann wieder, ich habe wieder neue Quests, da sich mein Ruf verbessert hat. Dann bin ich jetzt auch zu voll, das andere noch zu machen. Dann brechen. Okay, abbrechen geht glaube ich gar nicht. So, aber dann habe ich hier schon für demnächst wieder eine Quest. Düse ich jetzt nach Veildale? Ich muss ja noch meine Quest dort abgeben. Hallöchen. So. Kater, ich habe nicht viel Zeit. Muss nachher Handy abgeben und dann kann mal. Achso, dann ist er jetzt wahrscheinlich gerade drüben. Also Lana versucht es jetzt zu installieren. Olli muss Handy abgeben, wir hören uns und vielleicht bis Snapchat bitte nicht. Okay, dann versuch das ruhig mal was zu klären mit dem Handy, ja? Das ist schon seltsam. Ich habe das Gefühl, dass Leonie gerade das Handy alle paar Sekunden wechselt, oder? Keine Ahnung. Oh, das hat sich gerade durchsichtig gemacht. In dem Moment, wo sie die Club-Anfrage, die Gruppenanfrage angenommen hat, ist sie unsichtbar geworden. Jetzt wieder. Ah, absteigen, aufsteigen, das hilft also. Okay. Ist ja irre. Ich finde, das Pferd sieht so aus, als ob es in Öl gebadet hat, oder? Ja, soll es ja auch. Friese soll ja so aussehen. Also. Und so. So, Welding. Obwohl, kann ich mich kurz abholen lassen, oder? Also hinschleppen. Whatever you want. Wie gesagt, hier die Lana Masterchild, die versucht jetzt irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, Teamspeak zu organisieren. Okay. Mm. Ich bin mal ganz kurz im Welt, ich bin gleich wieder da. Achso, hast du da ein Homie? Nee. Ach, die Gamaschen sind schuld, okay. Ah, yo, jetzt sehe ich's. Tatsache. Wenn sie die Gamaschen ans Pferd macht, ist das Pferd durchsichtig. Wenn sie abnimmt, ja, ja, schon klar, sind jetzt drauf. Pferd weg. Und wenn du sie abnimmst, jo. Pferd da. Lol. Mhm. So, weiter geht's. Ach ja. Ah, ich habe wirklich gedacht, dass es da ein bisschen mehr ist mit dem Froschdings, ne? Dass man da vielleicht noch ein paar Quests macht oder so. Nee, wenn das eine Quest gewesen wäre, würde mir die ja auch angezeigt werden unter, wie heißt das? Der Reiter? Verfügbare Apps. Apps verfügbare. Ja, okay, aber Quests. Da, wie es schon gesagt worden ist, die Pony-Sachen wurden da auch nicht angezeigt. Und die Risse werden da ja auch nicht angezeigt, ne? Nee, aber guck mal, ich hab ja auch alle gar nicht mehr da. Hm. Ja, vielleicht deshalb. Oh, ich kann bei Avalon eine Quest machen. Aha. Gut gemacht, Leonie, wir haben es geschafft, Gornox Zorn etwas zu beruhigen. Danke für deine ungeheuren Mühen. Hoffentlich wird es jetzt erstmal keine Risse mehr geben. Das pandorische Ungleichgewicht ist jetzt kleiner, nachdem wir so ritterlich dagegen gekämpft haben. Okay? Jetzt ist es endlich Zeit für etwas Ruhe, aber die Gefahr ist noch lange nicht gebannt. Der Akkor könnte jeden Moment wieder irgendwas Bösartiges machen, um das Gleichgewicht wieder zu stören. Wenn sie das nicht eh schon getan haben, okay? Gut, dann habe ich die Quest jetzt abgegeben und das war's. Schluss mit Rosa. Gut, ich habe keine rosanen Quest mehr. Dann habe ich die Risse jetzt auch schon erledigt. Okay, was hast du jetzt vor? Ich weiß nicht. Wenn ich ehrlich bin. Weißt du. Was macht eigentlich dein Ruf im Dinotal? Ich meine jetzt. Also ist voll. Also ja. Aha. Ich guck mal kurz. Ich kann dir mal sagen, welche Quest ich auch so noch hätte, ne? Ja. Ich habe Spionfänger, das heißt, irgendwas im Nebenfall. Okay.
Dann habe ich Erntezeit im Rosengarten. Erntezeit im Rosengarten. Okay, das ist das Neue, was ich jetzt bei Björn habe. Okay. Dann die schlafende Witwe in Silvergate. Dann kein Hai für die Pferde in Jorvikstall Arena. Und Standgebühr auch Ferdinand. Jorvikstall. Ja, das ist wahrscheinlich Ferdinand. Und dann habe ich 40 Spinnen, Mondpsycholog. Oha. Ja, was hast du vor? Was wolltest du machen? I don't know and so. Ja, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir schon gedacht. User was moved to your channel. So, wieder da. WCB. BB. Ja, sie wollten mir nur was erzählen, da. Ja, ich kann mir auch schon vorstellen, was. Ja. Aber ist ja hier kein Thema, worüber wir hier reden müssen. Leni, schreib dann, vergiss nicht Snapchat bitte. Nee, vergesse ich schon nicht. So. Okay. Dann würde ich mal vorschlagen. Ich weiß, was wir machen können. Die Nuttall, los komm. Wir gehen jetzt die Nuttall. Okay, dann lass ich mich jetzt erstmal nach Vale Day ja, bringen. Ja, wir machen das. Wir gehen jetzt ins die Nuttall. Okay, dann gucke ich mal, was bei mir heißt die App gerade Native Log. Welche App denn? Apropos, wir sind auch gerade live bei D-Live, ja. Also falls ihr Lust und Laune habt, da mal vorbeizuschauen, dürft ihr gerne da einen Follow dalassen. Ich bin an die Wand geprescht. Immer wieder und das Gleiche. Und ich bin in den Boden gebracht. Aha. Kat hat was im Boden gebackt. Was denn? Was für Kuchen? Ich hoffe vegan. Weil ich esse ja kein Fleisch, weißt du? Ach ja. Ich find's grad lustig. Da sind Eier drin, da sind... Eier. Wahrscheinlich doch von Hühnern, oder? Nee, von Elefanten. Nee. Eigentlich sind da deine Eier drin. Spaß. So. Obwohl, da ist ja die große Frage. Wäre das wieder vegetarisch oder vegan oder nicht? Weil das sind ja keine Tierprodukte. Es sind ja Menschenprodukte. Was bei mir heißt, die App gerade Netflix, bin auch auf dem Teams, auf dem Steamspeak. Ne, Steamspeak ist falsch, du brauchst Teamspeak. Nein, ich schreibe gerade, sie ist gerade im Steamspeak. Nein, Teamspeak, habe ich aber auch gesagt, geschrieben. Schrieb. Man kann sich tatsächlich nicht direkt nach Dinotal bringen lassen. Ja, irre. Ich denke, man kann sich mittlerweile. Du nickst Stoneground das Lager da. Ach, du lässt dich da hinschleppen. Ich dachte, du kommst zu Welt, ich stehe hier gerade in Welt und warte auf dich. Ach, guten Morgen. Genau, richtig, Nick. Kater ist auch da. Ich bin jetzt in Dinotal. Wo bist okay, du? Okay, Kater, komm, wir können nach Dinotal rein. La 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 la. Die Schlümpfe. Das war ein langer Ausritt bis hierhin. Ui, ui, ui. War das hier nicht irgendwie auch, dass man mit dem Ballon irgendwie dahin kommt? Mhm, das geht auch. Aber ich hab das diesen Ballon, glaube ich, noch nicht. Den musst du erst noch aufbauen, stimmt. Geh ich fest von aus, ich gehe jetzt erstmal durch den Spalt. Oh, mein Pferd wird sofort blau, wenn ich durch den Spalt gehe. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu kalt. So, wann kommt ja, der wenigstens, nächste? Wenigstens sind die Kaltis auch winterfest. Das heißt, die können da ganz normal Gas geben. Ach, meinst du es auch, ja? Mein U-Pferdchen? Ja. Nein, dein U-Pferd ist nicht kälteständig, sehe ich gerade. Du hast da so eine Schneeflocke. Ach so, eine Schneeflocke? Ich sehe es noch nicht. Bei mir ist der Stream ein bisschen langsam. Bin ich also auf TS? Glaube ich nicht, weil du musst ja auch den Namen Klarsichtfolie dort eingeben. Und so weiter. Also du bist nicht so leicht im TS. TS gehört ja nicht mehr alleine. Also du brauchst erstmal Teamspeak als App. Also es muss richtig Teamspeak 3 sein und nichts anderes. Ja. Richtig, habe ich ihr auch gesagt. Teamspeak 3. Genau, wenn du das hast, dann musst du bei der Serveradresse klar die Folie eingeben. Okay. Über Verbände und dann Serveradresse. Und dann musst du da auch noch deinen Namen eingeben bei Teamspeak User.
glaube, es ist. Aber wie gesagt, Teamspeak kostet, glaube ich, irgendwas mit 5 Euro oder so. Auf nur für Handy oder für Smartphone. Fürs Handy, ja. Genau. Für PC und Tablet ist frei. Oder Tablet weiß ich jetzt nicht, aber für PC und Laptop und solche Sachen ist frei. Aber Teamspeak kostet auch nur, das sollte man vielleicht auch erwähnen, nur einmalig etwas. Richtig, irgendwas unter 5 Euro, glaube ich, war das. 3, 4 Euro waren das da, wo ich es gemacht habe. Also, ja. Also unter 5 Euro auf jeden Fall für iPhone. Ich weiß jetzt nicht mehr, was genau die Summe war. Und ich glaube, für Android irgendwie 1,69 oder so war das. Das soll ich jetzt nicht. Ich habe hier nur zwei Quests, die ich machen kann, ne? Okay. Und ich bist du schon? Voll weg. Bist du schon losgejumpt? Nee, da bist du ja. Ja, ich jump grad los. Okay. Das war eine gute Idee. Ich war hier schon lange nicht mehr, ne? Ich weiß. Du hast es ja auch verabscheut. Nein, ich mag die Notfall. Ja, ja. Ich finde diesen Mensch, ich finde diesen Nick und seinen Kühlschrank irgendwie unlogisch. Ja, ich frage mich auch die ganze Zeit, wozu braucht man einen Kühlschrank in einem Eisgebiet? Der auch noch schwebt. Warum? Wieso ist es gefährlich und ich bin abgestürzt? Ich war das jetzt gar nicht. Weil hier kein Weg nach unten führt. Da hättest du woanders abbiegen müssen. Nee, aber es kann doch. Jetzt ging es. Wollte schon sagen. Oh Mann. Warum machst du denn so einen Blödsinn? Ich dachte, warum schwer, wenn es auch. Warum auch leicht und schwer geht? Was denn? Ach, nix. Hat das auch schon da? Achso, ja, ich doch auch. Ach, jetzt geht ja auch den Berg runter, ja? Ja, wenn ich einmal hinter dir bin, warum soll ich jetzt hin und her rennen? Ach, ja. So, kein Riss hier, gut. Ach, selbst hier sind Risse, ja? Ich denke, du bist durch mit dem Thema Riss. Ja, Eisrisse. Ach so, Eisrisse. die bleiben, ja. Aber die sind nicht rosa-rot. Das stimmt. Was hast du denn hier zu machen? Ach so, du musst diese komischen Punkte da verfolgen. Okay. Das ist schon zu lange her bei dir, wa? Allerdings, ja. Das bei mir ist ja schon extrem lange her. Aber wenn man es nie macht, ne? Kater, das Wasser ist zu kalt zum Baden. Ja, ich habe kein Kaltpferd mit. Kein Kaltpferd? Kein OMG. So. Mein Pferd erfriert halb, deswegen. Oh. Bis gleich, Olli. Nee, der kommt rüber, das darf doch nicht wahr sein. Na los, komm mal rüber hier. Ja, so geht das. Und nun? Shit. Ich hab es erwartet, dass dieser auch nicht rüberkommt. Also, dass er nicht rüberkommt. Melonkiller, weißt du, wie teuer das günstigste Pony ist? Und was sind 500 Starcoins? Ne, 399, ne? 399 oder 350, keine Ahnung. Irgendwie so dem Dreh. Zwischen 350 oder, und 400 Starcoins. Oder meinst du jetzt in Real Life? 5,49 € kann ich auf iPad versuchen, kostet es auf iPad. Auf iPad kostet es genauso, ist ja alles. Ist Android, ja. Ist, na, nicht Android, das ist alles hier iOS, also Apple. Oder iOS. App Store, Apple Store. Alles, was du über einen Store kaufst an Apps, guten Morgen. Nein, ist schon okay. Smartphone kostet halt Geld. So. Aber so, nur einmal. Das im Eis habe ich abgeschlossen, das kann ich aber gleich noch ein Stückchen weiter, weil dahin habe ich auch noch eine Quest. Oh, das war wohl mal ein Dino, wa? Der Arme. Das Spiel müssten die ab hier FSK 18 machen, ne? Wir sehen hier von einem Dino ein Skelett. Und so. Wieso? Was ist da so schlimm daran? Hallo? Etwas Totes. Und wenn die Kinder eine Bratwurst essen, was ist das? So. Ja, es sieht nicht mal aus wie ein Tier. Stell dir mal vor, wir würden Tiere essen, die geformt sind wie, weißt du, wir essen Fleisch, was geformt ist wie ein richtiges Tier. Das wäre hart, oder? Welches Tier sieht denn aus wie eine Fleischwurst? Außer ich, was? Ja. Warum mobbst du dich gerade so? Ist mir gerade so eingefallen, was? Okay. Ja!
Sag mal, ist dir das nicht ein bisschen kalt in deinem Axel-Shirt auf dem Pony im Winter? Ach nö, die Sonne kommt ganz, ganz günstig an. Gut. Kostet auch auf iPad. Ja, natürlich kostet es auf dem iPad genauso viel, weil das ist ja alles der gleiche Store. Ob du jetzt iPad-Apps oder am iPhone-Apps holst, das ist alles ein Store, also kostet es überall genauso viel. Aber das Gute ist, wenn du es dir auf iPhone holst, kannst du es auch auf iPad nutzen, weil du da ja wahrscheinlich mit dem gleichen Zugangsdaten eingeloggt bist. Das ist so der kleine Vorteil. Wenden. Wenn möglich, bitte wenden. So, erledigt, dann können wir zurück. Da ich den Weg aber nicht mehr weiß, würde ich vorschlagen, du reitest vor. Wohin? Na, wieder da, wo wir waren. Lagerplatz oder was ich ist. Okay. Du kennst den Weg? Ich versuche ihn jetzt zu kennen, okay? Ja, du bist schon fast weg. Du weißt schon, dass mein Pferd nicht kältebestimmt ist. Ach so. Ist. Entschuldigung. Alles gut. So. Fabi schreibt, lol, hab gerade MSP gespielt. Geh so auf die Truppe. Also spiel aktuell live. Bin ich noch richtig? Ja. Links. Das andere links. Oh, ich bin gerade aus dem Spiel gedingst. Gedingst, gebumst, gedingsbumst. Ich glaube, ich sehe dich wieder. Ja. So. Das ist in Ordnung. Ist gut so. Hey Horse Girl, schön, dass du reinschaust, wie geht's dir? Und hüpf. Mein Pferd ist gerade eingefroren. Ich brauche noch ein paar Sekunden, ich bin gleich wieder da. Okay. Bin wieder da. Baby. Baby. Ja, Fabi, ich dachte eigentlich, du kommst auch noch vorbei. Links halten. Ja, mache ich. Sagt er und reitet da am Dino lang. Soll ich den Ausgang? Wir reiten wieder zurück zum Dingsbums-Bums-Dings. Komm mit, ins Downtown. Genau. Au. Mein Pferd ist auf der Ausplatte ausgerutscht. Ja, da. Wir sind wieder hier. Im Kühlschrankrevier. Also ist mein Charakter dann nicht erfriert in so einem T-Shirt. Ja, leider gibt es noch keine weiteren Quests hier. Quest. Ich guck mal kurz. Heißt das hier direkt Dinotal? Das ist der Lagerplatz. Nichts Lagerplatz, aber das Gebiet heißt Dinotal. Okay, ich guck mal kurz bei Dinotal, wie viel mir da noch fehlt. Weil du kannst hier, ich weiß gar nicht, hast du das Rennen schon gemacht, freigeschaltet oder irgend sowas? Habe ich noch nicht. Okay. Die wahre Aldin, Sveldel. Ich finde die total nicht als Kategorie. Nick Stoneground heißt das, glaube ich, die Kategorie. Dann guck unter Nick. Nick. Der steht nick, ja nick. Bei mir hier gar nicht mehr. Archäologische Abteilung heißt das, oder AIE. AIE. AIE da oben. Ja, da habe ich gerade mal 3395 von 6000, ne? Das dauert also noch, und da ich hier nur zwei Quests habe, gerade. Und so. Ich würde die schlafende Witwe noch gerne machen bei Linda. Habt ihr Bock? Ja. Linda! So, Linda. Ja, Silverglade und so. Silverglade? Wäre es dann nicht einfacher, sich abholen zu lassen? Ja, ich glaube auch, ne? Ja. Abholservice. Und tschüss, Dinotal. Bis demnächst in ihrem Kino. ja. Was denn? Bist du schon unterwegs und so? Bin gerade angekommen. So. Natürlich.
bin ich geritten auf meinen dritten und so. Aha. Der ist aus Versehen nach Moorland gefahren. Und bestelle ich mir da was zum Essen? I don't know. So richtig schöne Spinatpizza oder so. Ja, bei mir gibt's heute Döner. Oder Eipizza. Döner. Wo ist denn eigentlich Linda hier? Ah, die ist Landgut, ne? Ich weiß im Moment nicht, wo sie ist bei dir. Warte mal kurz. Sie ist Landgut. Okay, dann bin ich hier falsch. Sehr schön. Dann bin ich ja gleich eher mit dem Pferd da als du mit dem Hänger. Hello, er läuft aber. Ja. Das habe ich. Ich sehe es gerade auf dem Stream. Ja. Jetzt steigt er aus dem Hänger in Silverglade aus. Was? Nix. Alter, ich habe auf einmal die schwarzen Ränder auf dem Boden. Hey Hausgirl, wie geht's dir überhaupt? Ich die Kamera, dann sind sie weg. Dann auf den Wegen halt, da. Ja, die Wege waren bei mir auch gerade schwarz. Und dann habe ich die Maus bewegt und dann war's weg. Ups. So, ich bin jetzt oben am Landgut. Olli, was machst du da? Ich guck mich hier ein bisschen um. Müssten die eigentlich an der Bibliothek stehen? Ich glaube, ich mach gleich noch mal die Schatten an und aus. Bleib einfach mal hier stehen. iPad ist das gleiche, also rede ich mit euch. Ach so. Ja, Akku ist fast leer. iPad ist gleich alle, hat sie geschrieben. Also ich bin da. Ja, ich auch. Ich auch. Ja. Seht ihr mich etwa nicht? Ja. Oh, ich soll hier was machen. Heckenschere soll ich hier nutzen, okay. So. Ja, jetzt sind die, wo ich die Schatten an- und ausgemacht habe, sind jetzt die schwarzen Flecke weg. Habt ihr Linda gesehen? Nö. Ich weiß nicht, wo die hier bei dir ist. Oder ist die unten bei dir in der Bibliothek oder was? Kann auch sein, dass sie da wieder rumschillt. Ja, geh mal kicken. Jetzt rennt dein Keller. Auch ja, gut. Nee, ich renne nicht zum Keller. Ich renne zum Blumentöpfe, aber ich sehe gerade keinen. Dein. Okay. Ja, ich habe mich davon geweigert, die Blumentopf-Quest weiterzumachen. Ah. So, 3 von 5. So, ich gehe erstmal kurz in den Keller, ne? Falls mich jemand sucht, ich bin unten. Ja, geh du mal in den Keller. Ich muss ja gleich in den Keller, oder? Wenn du Linda suchst, würde ich es in der Bibliothek versuchen. Ob sie da ist, kann ich dir nicht sagen. Ist doch direkt hier drin, oder? Taste in and find out. Das ist die Bibliothek, wo du jetzt reingehst, ja. Ja. Ich kenne mich aus. Oh, hi Linda. Aha. Normalerweise müsste mein SSO-Charakter langsam einen Drehwurm kriegen. Oh, ich sehe gerade ein Video. Ich glaube, wir müssen zum Jorvik-Stall. Ah ne, das werden mir nur gerade die ganzen Geschichten erklärt, wie es aussieht. Ich bin eine ältere Dame. Ich bin jetzt ja. Du bist eine kleine Katastrophe, ne? Nein. Dein Server heißt eine aber so. Dein Server heißt Katastrophe. Ja. Keine Ahnung. Mir ist kein nichts Besseres eingefallen. So. Frage Elisabeth um Rat. Nimm Aidins Fragment des Lichts mit. Es befindet sich entweder in deinem Rucksack oder in deinem Schrank. Ach du Scheiße. Das habe ich sicherlich im Rucksack. So. Oder ich habe schon weggeschmissen. Die guckt voll böse, die Baroness, und die soll mal in die Sonne, die sieht voll krank aus. So, ich muss zu Elisabeth. Welche Elisabeth? Die ist doch schon längst gestorben. Hast du gerade gespoilert?
Ich würde das niemals tun. Bobby! Weiß nicht, ob sie gespoilert hat. Hust, hust. Hast du gerade Fabi gesagt? Ist Fabi hier? Hat sich gerade eingeloggt in SSO. Oh. So. Ich muss noch einen Blumentopf kurz einsammeln. Aber Tanja irgendwie traurig, dass das und so. Dass sie sich für. Dass das für Alex und so. Weißt du, was ich meine? Die sollen ja alle nicht spoilern. Ich hab's eh schon gesehen. Ja. Bestimmt. Musst du noch mal runter zum Garten gedöns? Ja, ich bin mal kurz noch mal beim Garten. Ich mach direkt weiter. Also, ihr könnt ruhig da warten, ne? Weil ich muss nicht weg wieder. Warum bekomme ich die ganze Zeit Freundesanfragen? Nur weil ihr mich in eurem dämlichen Club haben wollt? Ich nehme so gut wie gar keine Freundschaftsanfragen an. So, Quest abgegeben. Hast du das Rennen hier gemacht? Ja, hier ist schon alles erledigt. Gut. So. Die habe ich schon gemacht. Ich warte, bis Akku kann. Ganz alle ist. Achso, ja gut. Mach das. Du kannst doch einfach nur dein Handy, dein Tablet im Stecker da dingsen und so. Eine Steckdose dingsen. So, wo muss ich jetzt hin? Ich muss jetzt nach Baydale, oder? Zu Elisabeth. Da müssen manche Leute mit Freundesanfragen nerven. Freundesanfragen auch auf Stumm. Die Clubanfragen. Übrigens, ich reite jetzt gerade nach Valdin, ne? I have vernommen. Aha. I have it vernommen. Also jetzt nicht einfach so hier so nach dem Motto und so, ne? Und Olli, ich lob dich jetzt. Das sieht sogar bis jetzt noch ganz richtig aus. Ganz gut. Ja. Genauso wäre ich jetzt nämlich auch gelaufen. Das kann sich noch alles ändern. Ja, ich weiß. Deswegen sag ich ja, ne? Bis jetzt. Also unter Vorbehalt. Darfst jetzt nur keinen Links- und keinen Rechtsdrall kriegen. Ansonsten ist das eigentlich ganz gut. Nur Tanja muss sich überall dran aufhängen. An der Mauer, an den... Ach, wenn du ansteckst, kannst du nicht mehr schreiben. Okay. Ich hab mal wieder den D-Live-Chat mal wieder belebt. Oh, da schreibt jemand Blub. Blub, 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 blub. Ich mag halt das Wort Blub. Was los, Tanja? Ich reite immer noch richtig, glaube ich. Ja, ich sag doch gar nichts. Sieht gut aus. Ja, die Life ist ziemlich ruhig, ne? Pattweg und auf dem Pattweg bleiben wir einfach mal drauf. Dann kommen wir nach Walladalle. Aber nach links, links, links. Ja, also ich habe gerade gesehen, dass ich ein Geschenk bekommen habe bei D-Live. Okay. Wahrscheinlich so nach dem Motto, du hast das erste Mal gestreamt, du hast 500 Euro verdient. Halt, links, links, links. Genau. Aber ich frage mich, wie die das so verdienen, dass man das Geld kriegt. Man da und so. Na, Werbung und halt Spenden. Wenn andere Leute spenden, wird es nicht nur, bekommt es nicht nur der YouTuber, sondern auch die Leute, die zuschauen. Das wird so ein bisschen aufgesplittet. Aber ich bin noch nicht im Partnerprogramm bis jetzt drin. Dafür muss ich erst so und so viele Abonnenten haben und so weiter und so fort. Also, erstellt alle einen Account für Olli, das. Genau, Tanja, wann möchtest du einen D-Live-Account machen? Musst du mich mal durchführen. Ja, ich einfach. Ich hab gar keine Ahnung von. D-Live.com ist es, glaube ich, ne? Also, Debidora und dann D-Live, einfach live direkt dahinter. D-Live.tv. .tv, genau. D-Live. Das Wort live dahinter direkt .tv und dort kannst du dich registrieren oder kannst du die Klarsichtfolie suchen und abonnieren. Okay. Aber die Seite gibt es derzeit. Du glaubst, das habe ich mir jetzt alles gemerkt, ja? Ja. aber derzeit ist es so, dass die Seite komplett nur auf Türkisch und auf. Nee, Russisch. Russisch und Englisch ist, glaube ich, ne? Oder Türkisch und Englisch. Oh, nee. Wenn es auf Deutsch kommt, dann melde ich mich da an, okay?
Okay. Oh, ich habe 2 neue Quests bei Elisabeth. Oh Mann. Ist praktisch für meinen Browser. Mein Browser übersetzt alle englischen, ausländisch, nicht deutschsprachigen Seiten auf Deutsch automatisch. So, bei mir ist D-Live quasi auf Deutsch übersetzt. Genau, solche Programme gibt es ja auch, dass die automatisch übersetzt werden. Das ist bei Chrome so, dass das automatisch übersetzt wird. Ich bin noch mal ganz kurz AFK. Bis gleich. Jedenfalls ist das bei mir so, dass er es automatisch mit Google übersetzt. Musst du in den Steinkreis? Nee, ich muss hier irgendwie Blümchen sammeln oder so. Ich soll wieder eine Flasche nutzen. Blümchen für so einen Trank brauchst du bestimmt, ne? Ja, wäre möglich. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich versuche. Super, bei zweiter Kräuter bin ich noch nicht so weit. Bin, glaube ich, erst Level 11 oder so. Level 12. Na, hat vorbeigeritten. Ach, Leonie ist auch noch da. So, weiter geht's. Jetzt stehen da 2 Leonies. Macht mir Angst. Ein Spaß. Dein Pferd guckt ein bisschen böse. Als würde es vom Dämon gefressen worden. Ja, ist halt ein Urpferd, ne? Ich musste ja zumindest noch ein einziges Rennen machen, dass mein Pferd Level up ist. Hast du dann ein Pferd zum Level noch? Ich habe noch so viele Pferde, die ich leveln muss, ne? Das sind wirklich eine Menge Pferde, die ich noch habe. Ich habe den Trakehner noch, ich habe noch einen Isländer und ich habe 2 Asatik-Ponys. Der Rest ist alles ausgelevelt. Ah, hier muss ich auch noch hin. Was benutze Runenstock? Habe ich einen Runenstock? Das ist ein Brot. Da, das soll ein Runenstock sein. Du musst von deinem Pferd absteigen, natürlich. Abracadabra, Simsalabim, Runenstock, und so. Was? Finde ein Fragment des Lichts Aydins. Finden wir doch. Suchen wir jetzt direkt. Das hast du alles in deinem Inventar, glaube ich. Ah, dann würde er nicht finde kommen, oder? Ich muss es ja suchen. Du hast ihn in deinem Inventar, glaube ich. Ja, aber dann würde stehen, benutze das und das, aber es steht ja finde. Du hast doch da so 2 weiße Dinger da im Inventar. Denkst du, das sind die? Glaub schon. Gekochtes Ei steht da. Bei den 2 Dingern. Was ist das auf dem Internet? Wo siehst du das denn? Dritte Reihe ganz rechts. Dritte von Reihe. Oben. Ganz, das ist ein Angelschein. Ups. Nee, ich brauche das tatsächlich noch. Ist die Frage, wo ich das finde, ne? Du musst es ja nicht mögen. Hat jemand gefragt, was das für ein Spiel ist, um Kotzen meine? Was ist das denn für ein Spiel? Hi Timo erstmal. Ja, das ist SSO, Star Stable Online. Ich gebe erstmal kurz bei Elisabeth hier eine Quest ab. Aber es ist trotzdem noch die große Frage. Ne, hier hinter ist nix. Ah, Timo, wir spielen auch sämtliche Spiele. Also SSO ist eins davon. Wir spielen auch sowas wie ETS, ATS.
Fortnite, Minecraft. Was spielen wir noch? Heute haben wir Super Mario Odyssey gespielt. Wo finde ich das Fragment? Weiß ich nicht mehr. Ich würde ja am liebsten mal Tanja fragen, aber Tanja ist gerade auch da. Sonst frage ich mal Google kurz. Aber es zeigt auch die ganze Zeit, dass ich hier was nutzen soll, aber ich kann es ja nicht nutzen, wenn ich es nicht habe. Genau, ich brauche Fragment des Lichts. Obwohl, da muss ich da eigentlich nur zu dem Lichtsymbol gehen. Da haben wir ja auch ein Licht. Nee. Fragment des Lichts. Simi, wann gibt es denn einen 24-Stunden-Stream? Also wir müssen erstmal den 12 Stunden. So, wieder da. Den 12 Stunden-Stream machen und 24 Stunden wahrscheinlich, wenn ich 2000 Abonnenten voll habe. Das ist also noch ein bisschen hin. Also das werde ich immer so in tausender Schritten. Tanja, wo finde ich das Fragment des Lichts? Das was von wem? Fragment des Lichts. Du kannst ja Fragen stellen. Warte, ich gucke. Ich habe Verdacht, aber ich will es wissen. Also ich war eben hier gerade an dem Stein, weißt du? An dem Stein hier. Der Sonne. Ah, kann es sein, dass es das unten bei John Giles gibt, da in der Giles-Gruft da unten? Möglich tut das gewesen sein. Ach, schön, dass du da bist, wie geht's dir? Und wo wäre das? Hinter Fort Winter. Ist ja direkt um die Ecke. Zu wie viel Prozent bist du dir sicher, Karte? Ja, du musst dahin. Also abholen lassen. Abholen lassen und so. Komm mal mit, ich hol mich auch ab. Okay, ich warte auf dich. Ich hol mich ab, das klingt gut. Wenn ich anstecke, kann ich. Achso, die Nacht hat man schon. Timo schreibt nicht mehr. Ich finde, um D-Life jetzt mal ein Kompliment zu geben, ja. Ich finde es nicht schlecht, dass ihr tatsächlich zwischendurch sogar, auch wenn ich heute das allererste Mal live bin bei D-Live, ja, es kommen zwischendurch Leute rein, die vorher noch nicht da waren. Ne? Also die komplett neu das erste Mal da sind. Also es scheint so zu sein, dass man bei D-Live auch, dass da auch Leute einen finden. Nicht wie bei YouTube, wo man durch Zufall mal drauf stößt, weil man aber schon einiges an Abonnenten hat. So, die Tanja ist da. Ja, ich warte auf du. Wo bist du? Ach da. Kann losgehen. Okay! Ich hab mein Heim leider nicht in Morland. Meine Stevie. Was? Verdammt, was war das denn? Was denn? Ich komm von Stevie. Ach, schon gut. Herrlich. Ich vergewaltige meine Tastatur. Ja, es klang nach was anderem. Nach was denn? Erzähl ich dir später. So. Hast du Geheimnisse? Ja. Was du nicht mit nicht? Anderen Leuten teilen möchtest? Vielleicht. So. Ja. Lang nicht jugendfrei. Wollte sie damit bestimmt. Ach, ich bin schon wieder total auf meiner Stimme. Ich wollte es gerade fragen. Also, ich meine, mir ist zwar heute auch ziemlich uselig kalt. War das hier runter? Ja. So, da. Da, Danzas. Da musst du durch. Sicher? Nö. Aber es ist ein Versuch. Und? Abschalten. Mein Pferd funkelt so komisch. Achso, das ja. Hat sich gerade wieder verwandelt. Lass doch funkeln. Als ist wieder blau geworden. Dein Pferd hat sich gerade aufgelöst, Tanja. Nur so zur Info. Deins oder meines? Ach, doch, Heinz. Oh, das heißt, du siehst mich nicht mehr dann, wenn man hier reingeht. Das wusste ich gar nicht. So, was können wir hier drinnen machen? Wo ist hier was? Geradeaus runter. Und dann durch diesen Eingang hier? Dann, mit diesem typisch. Den Kringel runterlaufen erstmal. Ja, bin ich. Spirale runterlaufen und dann dieses weiße Ding anklicken. Seid ihr fertig? Nee. Und jetzt? Ich kann's aber nicht anklicken. Echt nicht? Nee. Der Fuß ist ja falsch. Hinter dem ist doch eine Kammer doch noch, ne? Ja, da war ich auch schon drin. Ja, das ist ein Tisch, genau. Nee, noch sind wir nicht fertig, Nettie. Warum?
Wollen wir nachher erst fertig sind. Aber das dauert nicht mal lange in der Team. Wenn wir die Quest fertig haben, dann sind wir fertig. Da kommt, oder da wurde eben was, kommt noch keiner hin. Ja, also hier sind wir auf jeden Fall falsch. Ja, das war irgendwie so eine Idee von mir. Ja, aber wenn man Fragment des Lichtes eingibt, kommt man hier tatsächlich hin. In einem Video. Warte mal, die geht da runter. Und labert diesen Typen an. Genau. Oder habe ich das Fragment des Lichtes schon und habe das irgendwo... Vielleicht guck mal bei dir zu Hause. Wende den Runenstab auf dem Runenstein der Sonne an und lade das Fragment mit Energie auf. Indem du es auf den Runenstein legst. Nehmen den Runenstein oder... Ja, okay, das hatten wir schon. Gucken, wo sie jetzt hinreitet. Hänger. So, nimm den Runenstein und reitest zu dem Runenstein hinter dem Haus. Dort kannst du das Fragment aufladen. Geh wie folgt vor. Benutze den Runenstab zusammen mit dem Runenstein der Sonne. Lege dann das Fragment auf den Runenstein, um Energie fließen zu lassen. Wenn das Fragment nicht in deinem Rucksack ist, dann befindet es sich in deinem Schrank. Ein weißer, leuchtender Stein. Ich weiß, dass er sich noch in deinem Besitz befindet. Dann ist der tatsächlich bei mir im Schrank. Ja. Weil ich hab den ja so nicht. Sieht aus wie ein Zettel mit so weißen Sternchen drumrum. Wieso bekomme ich jetzt gerade von einer Greta eine Freundesanfrage, obwohl hier gar keine Greta in der Nähe ist? Das ist ja lustig. Weil du die erst jetzt siehst. Oder so. Und sie schon wieder über alle Berge ist. Vermutlich. So, dann gucke ich mal kurz bei mir im Stall, ne? Bin gleich wieder da. Ja. Also abholen lassen. Also nach Moorland laufen. Ich hab mich abholen lassen, so. Du musst dann, ich muss dann Pferd dabei haben, steht hier. Lol. Ja, ohne Pferd kein Stall. Ich bin mal kurz aus der Gruppe raus. Ja, ich weiß. Ich hol dich da gleich wieder rein. Wenn ich an... Achso, die Nacht hat man schon. Ich wiederhole schon die ganzen Nachrichten. Du kannst übrigens, wenn du schon mal an deinen Schrank gehst, rein theoretisch... ich bin ruhig. Aus Items. Lalalalalala. Ich habe ein Fragment des Lichts im Schrank gefunden. Nein. Nein. Dann so. Lass gleich ein paar Sachen da. Was soll ich denn da lassen? Na, irgendwie so 80% deines Inventars. Habe ich gedacht, dachte ich. Oh, warte mal, was kann man denn da lassen? Ich kann da lassen. Die Jacke hier. So, weg damit. Die Schuhe. Boah, das ist aber auch ein Gerumpel auf deinem Rucksack da. Du hast zwei Trensen und oh, lecker. Gar nicht wahr. Doch. Eine ist goldfarben, eine ist normal. Dann hast du den Hexenhut noch. Bratwürstchen kann man stapeln. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Die Busfahrkarte brauchst du theoretisch auch nicht mehr. Ich fahre nicht schwarz. Okay. Da kommt irgendwann die Meldung, du bist schwarz gefahren. Dir werden 500 Starkmans abgesucht. Nutella-Schnitte 5. Pier, go, 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 Pier. Hi, Nutella-Schnitte. Pier? Go, go, Pier. Welche Pier? Bist du neu? Oder bist du wieder eine Person, wo ich nicht weiß, welche Person du bist? So, wie kommen wir jetzt? Achso, jetzt kommen wir wieder zum Dings. Lass mich mal nach Veldel abschleppen, ne? Abholen. Ja. Also hinbringen. Bist du jetzt wieder rausgekommen aus dem Stall? Ich sehe das ja nicht, weil ist ja zeitverzögert. Ja, ich bin wieder rausgekommen und bin gerade in Veldel. Wirklich jetzt? Ja. Denkst du, ich reite jetzt bis nach Veldel? Ich warte hier, du wolltest mir noch wieder einladen, ne? Vermute ich mal. So, ich hab jetzt zwei. Ich hab jetzt zwei Sichten, einmal die D-Live und einmal YouTube. Welches ist aktueller? D-Live oder YouTube? Pia Puppy Child. Hallöchen. Meine Freundin Pia soll dir spenden. Warum soll sie spenden?
Pia Papi Schalt ist eine etwas größere YouTuberin. Ach, die kenne ich. Die ist größer? Wieso kenne ich sie nicht? Ist eine YouTuberin. Ich schaue sie mir mal an. Kenne ich, die kenne ich. Ja, die kenne ich. Pia hat 558 Abonnenten. Ja, aber sie ist eine YouTuberin, soweit ich weiß nicht. Erstmal Hi an Pia und Hi an Nutella. Apropos Nutella. Ich möchte auch. Ja, erstens das und zweitens musste ich auch generell mal wieder, also ich darf ja kein Fleisch mehr essen. Also ich bin ja Vegetarier geworden. Dann musst du jetzt mehr Nutella essen. Von gestern zu heute Vegetarier geworden. Ja. Also 18 Stunden und 4 Minuten hält er schon durch. Ja, ja, richtig. So, und jetzt also, musst du dich hier wieder reinkringeln. Wenn Pia weiß... Nein, ich bin nicht Doro. Was? Doro? Ja, sie hat gefragt, ob ich Doro bin. Nein. Doro bin ich nicht. Da hast du mich mit Doro verwechselt. Oh, ich spiele gerade mit dem Stein. Und es leuchtet. Und es hört auf zu leuchten. Und dafür habe ich jetzt die Quest gemacht. OMG. Hat ja richtig viel Spaß gemacht. So, dann kann ich jetzt wieder zu Elisabeth gehen, die bei euch schon längst tot ist. Ihr Spoiler-Menschen. Ich bekomme die Kurve nicht. So, hallo Elisabeth. Und bye Elisabeth. So. Ich schaffe das jedes Mal, die Quest nicht zu lesen. Ne? Was muss ich jetzt machen? So, mal gucken. Klicken. Noch einmal zusammengefasst. Was soll ich tun? Schau bei Starshine vorbei, bevor du die schlafende Witwe reitest. Ich soll die Witwe reiten? Ach nee, zur Schlaf... zur schlafenden Witwe. Ich muss mich mal gerade muten. Bevor du zur schlafenden Witwe reitest. So rum. Starshine, wer war nochmal Starshine? So. Das Pferd von Lisa. Kater wird hier gerade geschrieben. Ja, die Pia, die kennt mich. Wo ist die? Wo ist die? Schlafende Witwe, wo die ist? Nee, Starshine. Der ist in Grüntal. Als ob ich jetzt dahin finde. Kater? Sie dürfen vorreiten. Ist das nicht eine Ehre? Hast du. Reite mal. Dann fahren wir mal mit dem Transporter zu Goldspur fahren. Okay. Wenn du das hast. Natürlich, hallo, ich bin hier fast Level 20, ja? Ich bin fast Endlevel. So, Goldspur fahren. Die habe ich nicht. Dann nach Jala. Ne, warte, ich guck mal kurz. Nee, ich habe wirklich Goldspurfarm nicht. Heißt die wirklich Goldspurfarm? Ja, Goldspurfarm. Ja, Puppy Child spendet 1 Euro. Kleiner als 3, kleiner als 3, kleiner als 3, kleiner als 3. Oh, es kommt ganz auf kleiner als 3. Kleiner als 3, 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 kleiner als 3. Ich warte kurz, bis du fertig bist. 3 kleiner als 3, 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 kleiner als 3. Kleiner als 3, 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 kleiner als abgesoffen 3, kleiner als 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 3, kleiner kleiner als 3, 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 kleiner als 3,
drei kleiner als... So. Ich hab das mal kurz ausgemacht. Das hört ja gar nicht mehr auf. Auf jeden Fall danke für dein Follow. Auch wenn es mehr gespammt war als ein Follow war. So, so. Ich lass mich jetzt nach Jala bringen. So. Ja, ich bin jetzt auch ein Jala, glaube ich. Ja. Gleich. Jetzt bin ich ein Jala. Ich auch. Ich bin noch im Ladebildschirm. Jetzt bin ich auch ein Jala. Was denn jetzt? Warum schreibst du so ein ist doch ein trauriger Smiley, oder? So Doppelpunkt C? Also so mit dem Mundwinkel nach unten. Ich nenne es witzig. Ja, wenn du es eine halbe Stunde verkürzt hättest, ich glaube, das wäre es noch eine halbe Stunde so gegangen. Ich glaube, das waren auch schon mehr kleiner als drei, 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 kleiner als drei. Auf jeden Fall danke für deine Spende von ganz. Waren die Treppen nicht mal dunkler? Weiß ich nicht. Wo müssen wir jetzt hin? Möchten Sie weiterreiten, Kater? Ja. Ich habe sogar extra. Ich bin extra auch nur im Leichtgalopp, damit Sie hier hinterherkommen. Also ich komme ohne Probleme daher. Könnten Sie etwas schneller reiten? Ich möchte heute noch ans Ziel kommen. Etwas schneller reiten? Wir haben gesagt etwas schneller. Und etwas schneller ist ein Gang höher. So schnell wie möglich. Seit wann hat... Ach ja, okay, Pferde haben tatsächlich sogar Gänge, ne? Tritt, Trab, Galopp. Gänge ohne Getriebe. Was? So, Pier schreibt, nee, mache ich auch bei Mo. Circa 5 Minuten war ich, war das, glaube ich. Okay, also das heißt 5 Minuten kleiner als 3, kleiner als 3, kleiner als 3, kleiner. Sind wir immer noch nicht da? Wann sind wir da? Gleich! Wie lange noch? Bei mir. Was, Pepe? Ich hab Hunger, mir ist kalt. Genau. Hier irgendwo ist läuft Starschein hier lang irgendwie. Oh, ich glaube mein Hund. Oh Gott, hier Erna, irgendwo. Muss das sein? Hat den Hund gepupst? Ja! Hier irgendwo läuft ein herrenloses Pferd oben. Und weißes mit blauer Mähne. Aha. Wollte er nicht Goldspur farmen? Nee, ich muss erstmal zu Starschein. Ach so, ah, Starschein so. Ja, richtig. Und der ist hier irgendwo im grünen Tal. Sicher? Der wandert hier rum. Wenn du den nicht schon eingefangen hast. Ich habe den sicher schon vor ein paar Monaten mal eingefangen. Jedenfalls weiß, soweit ich weiß, wandert der hier rum. Oh, du Stinkermuffel. Sicher, Kater? Oh, ich bin vom Baum gelaufen. Falls jemand von euch Starschein sieht, ja, einmal bitte grüßen von mir. Wir haben die Quest schon gemacht, wir sehen ihn nicht mehr dadurch. Stein. Baum. Ich finde hier aber keinen Starschein. Baumstamm. Stein. Out! Vielleicht bin ich wieder im Moorland. Hast dich verbuggt oder was? Nein, immer wenn ich Gas gebe, laufe ich wogegen. Ich hasse das, die Ecke hier. Und ich finde hier keinen Starschein. Baum. Mauer. Ich gehe mal wieder. Viel Spaß euch noch. Ja, dir auch, Pier. Schön, dass du da warst. Und du kannst mir noch sagen, wo Starschein ist, weil hier ist kein Starschein. Oder warst du schon mit Starschein bei dieser Ritze? Starschein bei der Ritze? Nein, ob du mit denen da schon bei dieser einen Ritze warst, da, wo Lisa drin war. Ja, da war ich. In der Ritze war ich, glaube ich, schon mal, ja. In der Ritze von Lisa, meinst du? Ja. Ja. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mal in der Ritze von Lisa war, aber wäre theoretisch möglich. Dann komm mal zur Kreuzung.
Was war das? Zur Kreuzung. Zur welcher Kreuzung? Zu wo Farbheike ist da? Wo es Richtung Jarlaheim geht, da zur Kreuzung. Ich weiß nicht. Da weiß ich, wo du hin musst. Ah, du bist oben beim Gunther-Championat. Gunther. Ja, jetzt bin ich hier bei der Windmühle. So. Ja, bleib da mal stehen. Okay. Ich weiß nämlich jetzt, wo du hin musst. Warte mal, wird das nicht auf der Karte angezeigt? Das wird auf der Karte angezeigt, wo ich hin muss. Bin ich dumm. Da muss ich hin. Da wollte ich dich auch erst hinführen. Was dir auf der Karte angezeigt wird. Du weißt ja gar nicht, was von mir auf der Karte angezeigt wird. Ja, die Ritze bei Lisa. Okay. Schweig, Sanja, schweig. Ich bin jetzt gerade am überlegen, ob ich schon mal die Ritze von Lisa gesehen habe. Spannender ist es zu wissen, ob man da schon... So. Ich kann dir dem mal zeigen, wo die Ritze von Lisa ist. Aufpassen, Olli. So, und nun? Muss ich jetzt hier unten lang? Nein, hier. Ja, quasi hier lang. Quasi den Weg hier lang. Wieso reitest du da jetzt runter? Weil ich's kann. Du musst ja auf dem Weg bleiben, Olli. Natürlich, ich bin noch auf dem Weg. Er macht sich auf den Weg, um auf den Weg zu kommen. Warte bei diesem Baum unten. Was machst du, ey? Ich reite einfach auf den Weg. So, ich mache hier keine Schlitterpartie. Dafür gibt es Wege. Und du musst jetzt hier rein in den Gang. Das gehört, du musst einen Gang reinlegen. ich muss zur Ritze, dachte ich. Ja. Die Ritze ist da oben. Ah, ja. Hier ist die Ritze. Ich bin bei der Ritze angekommen, hier ist Starschein. Vielen Dank. Bitteschön. Ich seh dich nicht mal. Welche Ritze? Hier sind so viele grüne Punkte! WTF! So, und jetzt, wo ich bei der Ritze war, reite zum Baum der Ewigkeit, der sich in den südöstlichen Ecke der vergessenen Felder befindet. Und warte, bis die Nacht. Bis es Nacht durchflattert. Ja, ich weiß. Jetzt verschwindet ihr alle aus meiner Map. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Wir sind gleich wieder. Wir müssen jetzt zur Ritze. Nicht schon wieder. Nee, zum Baum meinte ich. Weißt du, wo der Baum ist? Ja, ich weiß, wo der Baum ist. Ja, ich auch. Ritze, Baum. Was denn nur? Wir müssen zu einer Ritze. Ups. Zum Baum. Ups. Ja, ich sehe euch, ich sehe euch. So, und nun? Wir warten hier. Wo, was? Ich stehe jetzt hier bei dem verlassenen, da wo oben mal vielleicht mal Pferde stehen, die man kaufen kann. Ach so, wo der blaue Hänger ist, ja? Der ist da auch in der Nähe, ja. Ja, okay, dann komme ich da mal irgendwie hin. Vielleicht. Vielleicht sterbe ich aber auch vorher. Unglücksgrabenfarben, meinst du wohl? Ja, da bin ich jetzt angekommen, aber ich bin im Baum gebackt. Ich backe Bäumchen. Was? Ah, geh doch da raus jetzt, hier fix nochmal. Ja, dann haben wir es ja gleich geschafft mit dem bis zum Ziel. Fertig. Bist du da? Ja, ich stehe vor dir. Guck mal. Achso. Hi. Dann gehen wir mal hier weiter, wa? Ja. Wo ist jetzt die Ritze? Ah, da waren wir schon in der Ritze. Ach so. Ich habe wieder alles verpasst, das war ja klar. Das war übrigens wieder eine rosane Ritze. Echt? Oh. Uiuiuiui. Ja! Jeder springt drüber, Tanja bleibt da dran hängen. Ich wusste nicht, wie ich das bezeichnen sollte, deswegen fiel mir das nächste Wort war Ritze. Was ja, du hättest auch Riss sagen können, weil das ist ein typischer rosaner Riss, ne? Ja. Wie viel? Ich glaube, ich habe an Riss gedacht und habe Ritze ausgesprochen. Muss ich hier oben? Ist der Baum hier oben oder so unten? Nein, du. Komm, Boot. Hallo Baum. Hier. Na Baum, wie geht's dir? Er spricht mit fremden Bäumen. Er will den richtigen Baum gar nicht finden. Du musst da unten da, jetzt links lang. Nein, ein weiter unten links. Das ist alles so geplant.
Hallo Bäumchen. Ich soll mit dir quatschen. So, die Nacht beginnt. Oh, es wird jetzt gerade dunkel. Jetzt sorge ich dafür, dass es auf dem kompletten Server kurz dunkel wird. Da ist ein Loch. Ritze, Loch, ich glaube, ich gehe gleich ins Bett. Oh, noch nicht Nacht. Oh, es ist Nacht geworden. Oh, es geht los, die Nacht bricht herein. Was muss ich jetzt tun? I don't know. Die Nacht beginnt, Anforderung erfolgt. Okay, hat's erledigt. Fest erledigt. Was muss ich jetzt tun? Gieße den Baum mit den Drehen Gottes. Prost! Sollst du das, was du von Elisabeth da bekommen hast, da? Schon längst erledigt. So, was soll ich jetzt tun? Erleuchte den Baum mit dem Licht Aidens. Machen wir. Erledigt. So. Was sollen wir jetzt tun? Suche die Spalte von Lisa. Nein, steht da nicht. Ich wollte gerade sagen. Wenn wir da stehen, finde die Spalte von Lisa. Aber irgendwie muss man ja hier mal alles finden. Ja. Oh, was passiert jetzt? Ganz viele rosane Schriftzeichen, die aufsteigen. Oh. Ja. Dann hat aber eigentlich voll das coole Outfit. Ist sie frei erhalten? Okay, jetzt habe ich ist sie frei erhalten. Das heißt, das ist jetzt ein Quest. Wo muss ich dafür hin? Reite zu Starshine, um herauszufinden, ob Lisa gerettet wurde oder nicht. Buddy joined your channel. Hallo. Buddy. So, wo war jetzt nochmal Lisa? Ich habe schon vergessen, wo Lisa war. Steffen lässt mich einfach mit Andi und Marcel alleine. Geht das gut? Oh. Wie ist Marcel heute drauf? Okay. Mein Pferd steckt in der Falle fest. Okay. Jemand versteckt sich im Gebüsch. Okay. Was sind. Oh! Spider-Man, Superman und. Was ist mit mir? Die lachen mich aus. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern. An die Quest? Ja. Vielleicht habt ihr die noch gar nicht gemacht. Lange her, ey. Ich war zu Wipfel auf die Dings, habe ich schon gemacht. Sonst kommt man ja nicht nach Pandoria. Oh, es beschießen die sich da gegenseitig. Oh, er hat die. Der hat die. Sie, Lisa hat die drei Typen getötet. Arg, kratzt die Kurve. Lisa ist verrückt geworden. Arg, aha. Wie sie rennen. Hahaha. So. Wir haben Lisa befreit. We are so good. We are so good, oh Gott. Aber mein Pferd ist immer noch kaputt. Oder? Reitet das wieder? Ja. Dein Pferd steckt in einer Falle fest und ist verletzt. Du kannst das arme Pferd nicht befreien. Okay, mein Pferd ist kaputt. Ich kann mein Pferd nicht mehr reiten. Ich habe Erfolg freigeschaltet. Schlafende Witwen lässt man ruhen. Ah, Lisa rettet jetzt, befreit das mein Pferd. Ich mach gerade Witze mit Leonie. Leonie? Ja. Leonie hat gerade gefragt, wo ist er denn jetzt? Und da habe ich gesagt, der steckt in einer Quest und somit ist er unsichtbar. Oder er hat einfach nur Gamaschen angezogen. Hey.
Ja, ja. Oh, in deinem Tagebuch habe ich jetzt... Gesundheit! Du ruhst dich mit dem Pferd in deinem Heimatstall aus, bis der nächste Tag beginnt. Buddy disconnected from your channel. Übrigens, ich glaube, ich bin jetzt wieder in Moorland, ne? Du ruhst dich mit deinem Pferd im Heimatstall aus. Ja, ich bin wieder in Moorland. Es ist ein schöner neuer Tag. Reitest du Elisabeth und berichte über Lisas Heimkehr, Rückkehr. Gut, treffen wir uns im Veydale. Ja. Ist ja lustig. Selbst jetzt in Moorland, wo ich wieder reiten kann, ne? Kommt ihr mit und dein Pferd schickt in einer Falle fest. Veydale? Ja, Veydale. Ich musste mal zu Elisabeth. Und ich glaube, dann haben wir es tatsächlich geschafft. Aber die Storyquest geht noch endlos. Ja, aber es kommt sicherlich zumindest irgendwann irgendwie so ein Dings. So ein, sag mal, so ein... Du weißt, was ich meine. Da bist du irgendwann an dem Punkt, wo wir sind. Wo du nichts zu tun hast und so. Da kann ich eigentlich mich glücklich schätzen, dass ich noch was zu tun habe, ne? Mhm. Hallo, ich Elisabeth. Ich hab keine Quest mehr, ich hab nur noch Ruf-Quest und so. Zum geheimen Steinkreis soll ich jetzt? Fischer und Archäologie-Quest. Mir fehlt noch so eine Fingerspitze, bis ich Level 21 bin. Das ist so fies von mir. Steinkreis ist damit ist der richtige Kreis gemeint, wa? Und nicht, also da, wo man reingleitet, wenn man im Kreis läuft. Wo bist du jetzt genau in Veydale? Steinkreis. Du hast es gerade noch ausgesprochen. Guten Morgen, Tanja. Setzen 6. Also bist du da? Ja, ich gehe gerade. Ich versuche es da reinzugehen. Ach, du kringelst dich gerade. Okay. Weg ist er. Zeit und Raum verschmelzen. Marie Shadowwayne, hi, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Und so. And so. Da man sich da drinnen ja ohnehin nicht sieht, bleibe ich einfach mal hier draußen stöhnen. Ja, es läuft gerade ein Video. Ja, ich weiß. Das geheime Steinkreis. Der geheime Steinkreis. Und da ist uns ein kleines Minivieh. Minivieh? Hallo, ein großes Dankeschön an dich, Leonie. Du und Starshine habt Lisa gerettet. Lisa ist endlich wieder da. Brillant. Ja, Leonie, das habt ihr wirklich gut gemacht. Ja, danke, danke, danke. Kein Problem. Gerne getan. Schön, wieder da zu sein. Ich habe euch alle vermisst. Ich dachte, ich würde nie wieder das Sonnenlicht sehen. Doch jetzt bin ich endlich wieder bei meinen Freunden. Besonders bei Leonie natürlich. Buddy joined your channel. Baby, Buddy. Haben bald ihre volle Kraft erreicht. Buddy. Hello. Ups. Again. Denn ich möchte gut geht's und dir ja auch. Warum, Marlene, warum snappst du nicht mehr? Wir haben alle unsere Flammen verloren. Nur so zur Info. Weil du nichts mehr snappst. So. Vielleicht ist ja irgendjemand eingesnappt. Zeit und Raum entfalten sich. Eigentlich sitze ich gerade an Französisch, aber keine Lust. Okay. Wer mag schon Französisch? Obwohl das teilweise richtig niedlich klingt, ne? Je ne peux pas goûter. Bum, bum, bum. Bum. So, ich bin wieder bei Elisabeth. Elisabeth? Ich komme zu Elisabeth. So, fertig mit der Quest. Ich glaube, ich habe keine. Ja, Quest fertig. Foto, super. Foto. Foto, wo machen wir Foto? Ist mir wurscht. Foto. Ne, wurscht nicht, ist mir vegan, meinst du? Ist mir Soja. Ist mir Soja. Oh, komm doch her, oder auf. Auf die Brücke. Wollen wir auf die Brücke? Okay, ja, lass uns auf die Brücke gehen. Aber wollen wir unter der Brücke gehen? Nein. Olli, oder du, in die Brücke rein? Olli, du kannst in dem gleich von der Brücke hüpfen, denn ich gebe mir gleich ein paar Chicken Nuggets. Mach das. Hätte ich auch Bock drauf. Aber reden wir nächsten Monat drüber. Olli, kannst du nicht richtig rückwärts einparken, Mensch? Es geht nicht weiter, ich bin zu fett. Doch, es geht weiter. So, Leonie ist da, Tanja ist da. Kater ist da. So, dann machen wir doch mal ein Pfötchen. Ein Pfötchen? Ja, ich hätte fast noch ein Zettel eingebaut. Olli streichelt sein Pferd, mein Pferd frisst. Ich hätte wirklich fast noch ein Zettel eingebaut, ne? Olli und Leonie und Leonie gucken einfach weg. Ja, bei mir nicht, tatsächlich.
Und Leonie läuft weg. Pony. Oh, das sieht gerade so süß aus. Sieht so gerade aus, als würde Tanja aus dem Mainz-Pferd sich gerade beschnuppern. So, Schürzchen sind auch gemacht. Dann würde ich von sagen. Von vorne und von hinten. Von vorne und von hinten, natürlich die Ärsche müssen auch immer drauf sein. Okay. Dann würde ich nochmal sagen, das war's mit SSO, dann kommt in 5 Minuten ETS 2. Nein, heute kommt nichts mehr. ETS 2 kommt dann am Samstag. Da macht die Tanja auch mit, hat sie ja versprochen. Ja. Also ein bisschen, nicht die ganze Fahrt, aber ein bisschen. Ja, so. Richtig, genau. Also von daher, euch noch einen schönen Abend. Genießt die Sonne noch draußen. Heute sind es, wie viel Grad haben wir es gerade? 18 Grad. Also geht noch ein bisschen raus, schwimmen. Wenn ihr in Norddeutschland seid, habt ihr nur 13 Grad. Also ab nach... Wenn du dich beeilst, Steffen macht sich gerade fertig, der fährt Fahrrad. Der will Fahrrad fahren? Ja, verdammt, echt? Mein Fahrrad ist kaputt, ich kann kein Fahrrad fahren. Der geht jetzt Radfahren. Der jetzt. Ist schon offline, ja? Oh. Bei Netti sind es sogar 20 Grad. Echt jetzt? 17 Grad in Oranienburg, in Bobenheim sind 20 Grad, in Bobenheim ist ja in der Nähe von Netti. Nee, 18 Grad ist es bei Netti. Ich hab 13 Grad und 72. Das Geile ist, bei Netti ist am Samstag minus 1 Grad. 18 Grad. Dann ist es auch 18 Grad, Olli? Ja, richtig. Und Samstag sind es bei euch minus 1. Jetzt aber hart, sonst wird's kalt. Ja, mach ich doch, ich hab Hunger, Mann. Hast du gehört, Nati? Bitte? Samstag sind es bei euch minus 1 Grad. Ich weiß, kriegen angeblich die vorgezogenen Eisheiligen. Ach so, okay. Ja, warum nicht? Ich würde sagen, das war's dann, wie gesagt. Euch noch einen schönen restlichen Abend und wir hören uns oder sehen uns spätestens am Samstag. Bis dann. Tschüss. Ciao.